August. Natürlich glaube ich, dass es eine Art Werwolf ist, sagt Polizist Neary. Er spricht zu laut, vielleicht zufällig, aber wohl eher absichtlich. Und in Stans Friseurladen verstummt jede Unterhaltung. Der August ist fast halb vorüber in Tucker Mills, der heißeste August seit Menschengedenken, und gestern war Vollmond. Die Stadt hält den Atem an und wartet. Polizist Neary schaut sich unter seinen Zuhörern um und meldet sich wieder aus Stan Pelkys mittlerem Friseursessel. Er spricht in gewichtigem, kritischem Ton, psychologisch fundiert, schöpft aus dem fast vergessenen Fundus seiner Highschool-Bildung. Neary ist ein großer, kräftiger Mann, und in der Highschool hat er für die Tucker Mills Tigers den Ball hinter die gegnerische Torlinie gebracht. Seine schulischen Leistungen wurden gelegentlich mit 3 und sehr oft mit 4 benotet. Es gibt Leute, erklärt er seinen Zuhörern, die wie zwei Menschen sind. Sie haben eine gespaltene Persönlichkeit. Ich würde sie verdammte Schizos nennen. Er schweigt eine Weile, um das respektvolle Schweigen zu genießen, mit dem die anderen seine Worte quittieren. Dann fährt er fort. Ich glaube, er weiß nicht, was er tut, wenn er bei Vollmond losläuft und jemanden umbringt. Es könnte jeder sein. Ein Bankkassierer, ein Tankwart an einer der Stationen längs der Town Road, vielleicht sogar einer der Anwesenden. Das heißt, dass man innerlich ein Tier ist und äußerlich ganz normal aussieht. Darauf kann man wetten. Wenn ihr aber glaubt, da ist ein Kerl, dem plötzlich Haare wachsen und der dann den Mond anheult, nein, solchen Quatsch können nur Kinder glauben. Und was ist mit dem Jungen von Koslow, Neary? Fragt Stan und bearbeitet dabei sorgfältig Nearys Specknacken. Seine lange, scharfe Schere macht Schnipp, Schnipp, Schnipp. Das beweist doch, was ich gesagt habe, erwiderte Neary ungehalten. Solche Scheiße können nur Kinder glauben. Und er ist wirklich ungehalten, wenn er an Marty Koslow denkt. Dieser Junge hat als einziger den Irren gesehen, der in dieser Stadt 6 Leute umgebracht hat, unter ihnen Nearys guten Freund Alfie Knopfler. Und darf er etwa den Jungen vernehmen? Nein. Weiß er überhaupt, wo der Junge ist? Nein. Er hat sich mit einem Protokoll zufrieden geben müssen, in das ihm die State Police Einblick gewährte, und auch darum hat er auf Knien betteln müssen. Das alles nur, weil er ein Kleinstadtpolizist ist, den die State Police für ein Kind hält, das sich nicht allein die Schuhe zubinden kann. Und das Protokoll, damit hätte er sich genauso gut den Arsch abwischen können. Nach diesem Protokoll war die Bestie dem Jungen der Koslows über 2 Meter groß vorgekommen. Sie sei nackt und ihr ganzer Körper mit Haaren bedeckt gewesen. Sie habe riesige Zähne und grüne Augen gehabt und gerochen wie eine Fuhre Pantherscheiße. Sie habe Klauen gehabt, aber diese Klauen hätten wie Hände ausgesehen. Außerdem meinte der Junge, einen Schwanz gesehen zu haben. Ha, einen Schwanz! Verdammt normal! Vielleicht, ruft Kenny Franklin von seinem Platz auf einem der Stühle, die für die Wartenden entlang der Wand stehen, vielleicht ist das eine Art Verkleidung, die der Kerl trägt. So etwas wie eine Maske. Das glaube ich nicht, sagt Neary nachdrücklich und nickt, um seine Worte zu unterstreichen. Stan muss rasch die Schere zurückziehen, damit er Neary nicht in den Specknacken sticht. No, Sir, das glaube ich nicht. Vor den Sommerferien hat der Junge in der Schule zu viele Werwolf-Geschichten gehört. Das hat er selbst zugegeben. Und dann hat er nichts anderes zu tun, als in seinem Stuhl zu sitzen und darüber nachzudenken. Simple Psychologie. Wenn du beim Mondschein aus dem Busch gekommen wärst, hätte er dich für einen Werwolf gehalten, Kenny. Kenny lacht ein wenig gequält. Nein, sagt Neary finster, die Aussage des Jungen taugt überhaupt nichts. In seiner Empörung und Enttäuschung über das Protokoll, das im Hause von Marty Koslows Onkel und Tante in Stowey aufgenommen wurde, hat Polizist Neary diese Zeilen übersehen. 4 von den Dingern explodierten neben seinem Gesicht. Ich denke, man kann es ein Gesicht nennen, und zwar alle gleichzeitig. Und ich glaube, er hat dabei ein Auge verloren, das linke Auge. Wenn Constable Neary sich das hätte durch den Kopf gehen lassen, was er aber nicht tat, hätte er noch verächtlicher gelacht, denn in jenem stillen, heißen August 1984 trug nur eine Person in der Stadt eine Augenklappe, und es war völlig absurd, ausgerechnet diese Person für den Mörder zu halten. Eher hätte Neary seiner eigenen Mutter die Morde zugetraut. »Nur eins wird diesen Fall lösen«, sagt Constable Neary und zeigt mit dem Finger auf die 4 oder 5 Männer, die an der Wand sitzen und auf ihren Samstagmorgen-Haarschnitt warten. Und das ist gute Polizeiarbeit. Und ich werde der Mann sein, der sie leistet. Diese Idioten von der State Police werden sich noch wundern, wenn ich den Kerl erwischt habe.
Neary bekommt ein ganz verträumtes Gesicht. Jeder kann es sein, sagt er. Ein Bankkassierer, ein Tankwart, jemand, mit dem ihr unten in der Bar ein Bier trinkt. Aber gute Polizeiarbeit wird den Fall klären. Denkt an meine Worte. Aber Nearys gute Polizeiarbeit findet an diesem Abend ihr Ende, als ein behaarter, im Licht des Mondes silbrig glänzender Arm in das offene Fenster seines Dodge greift, mit dem er im Westen von Tucker Mills an der Kreuzung zweier Feldwege parkt. Er hört ein schnaubendes Knurren und riecht einen wilden und erschreckenden Geruch, wie man ihn im Raubtierhaus eines Zoos riechen kann. Sein Kopf wird herumgerissen und er starrt in ein grünes Auge. Er sieht das Fell und die schwarze, feuchtglänzende Schnauze. Und als das Biest die Schnauze öffnet, sieht er die Zähne. Fast spielerisch fährt ihm die Bestie mit der Klaue ins Gesicht und reißt ihm die rechte Wange weg. Überall spritzt Blut. Er spürt, wie es ihm über den Rücken seines Hemdes läuft und warm einsickert. Er schreit und spuckt Blut. Hinter den Schultern der Bestie schickt der Mond sein weißes Licht herab. Er vergisst sein Gewehr hinten im Wagen und die 45er an seinem Gürtel. Er denkt nicht mehr an Psychologie und auch nicht mehr an gute Polizeiarbeit. Stattdessen konzentriert er sich auf etwas, das Kenny Franklin heute Morgen im Friseurladen sagte. Vielleicht ist es eine Art Verkleidung, die der Kerl trägt. So etwas wie eine Maske. Deshalb greift Neary dem Wolf ins Gesicht, als dieser ihn an der Kehle packt. Er reißt an dem groben, drahtigen Fell und hofft wie von Sinnen, dass er die Maske lösen und abziehen kann, dass er Stoff reißen hören und den Mörder sehen wird. Aber nichts dergleichen geschieht. Nichts, außer dass die Bestie vor Wut und Schmerz aufbrüllt. Sie schlägt mit einer Klauenhand zu. Ja, er sieht, dass es eine Hand ist, wenn auch auf scheußliche Weise missgestaltet. Eine Hand! Der Junge hatte recht. Blut spritzt gegen die Windschutzscheibe des Wagens und auf das Armaturenbrett und tropft in die Flasche Buschbier, die zwischen Nearys Beinen steht. Mit der anderen Hand greift der Werwolf in Nearys frisch geschnittenes Haar und zerrt ihn halb aus dem Wagen. Er heult triumphierend auf und schlägt die Zähne in Nearys Hals. Er frisst, während das Bier aus der umgefallenen Flasche läuft und der Schaum sich zwischen Brems- und Kupplungspedal auf dem Boden verteilt. Soweit die Psychologie. Soweit die Polizeiarbeit. September. Der Monat neigt sich dem Ende zu und wieder nähert sich die Vollmondnacht. Die verängstigten Leute von Tucker Mills warten darauf, dass das Wetter sich abkühlt, aber es bleibt schwül und drückend. Woanders in der Welt wird ein Baseballspiel nach dem anderen entschieden und die Football-Saison hat begonnen. Der gute alte William Scott informiert die Leute von Tucker Mills, dass am 21. September in den kanadischen Rockies 30 Zentimeter Schnee gefallen seien. Aber in diesem Teil der Welt hält sich der Sommer. Am Tage liegen die Temperaturen um 30 Grad. Die Kinder gehen seit 3 Wochen wieder zur Schule und sitzen unglücklich und schweißgebadet in den summenden Klassenzimmern, in denen die Uhren so eingestellt zu sein scheinen, dass die Zeiger in einer vollen Stunde nur um 1 Minute weiterrücken. Männer streiten sich aus den nichtigsten Anlässen mit ihren Frauen, und bei O'Neills Tankstelle an der Town Road vor der Auffahrt zur Fernstraße beschwert sich ein Tourist bei Paki O'Neill über die Benzinpreise. Und Paki schlägt dem Burschen das Zapfventil ins Gesicht. Der Mann stammt aus New Jersey und seine Oberlippe muss mit 4 Stichen genäht werden. Bevor er weiterfährt, murmelt er böse etwas von Anzeige und teuren Rechtsanwälten. »Ich weiß nicht, warum der Kerl sich aufregt«, sagt Paki abends in der Kneipe mürrisch. »Ich habe nur mit halber Kraft zugeschlagen. Hätte ich mit ganzer Kraft zugeschlagen, wäre von seiner Fresse kaum noch was übrig.« »Klar«, sagt Billy Robertson, »denn Paki sieht ganz so aus, als würde er ihn auch schlagen, diesmal mit ganzer Kraft, wenn er nicht zustimmt.« »Wie wär's mit noch einem Bier, Paki?« »Verdammt gute Idee.« Wegen etwas Ei, das die Geschirrspülmaschine an einem Teller gelassen hatte, schlägt Nils Darmfaller seine Frau krankenhausreif. Er schaut nur kurz auf den angetrockneten gelben Fleck auf dem Teller, den sie ihm zum Frühstück hingestellt hat, und schlägt zu. Er schlägt mit ganzer Kraft zu, wie Paki O'Neill gesagt hätte. »Verdammte Schlampe«, sagt er, als er über Donna Lee steht, die mit gebrochener, blutender Nase auf dem Küchenfußboden liegt und auch am Hinterkopf blutet.
Meine Mutter hat das Geschirr immer sauber gekriegt und die hatte keine Geschirrspülmaschine. Ich möchte wissen, was mit dir los ist. Später wird er dem Arzt in der Notaufnahme des Portland General Hospital erzählen, dass Donna Lee die Hintertreppe hinuntergefallen sei. Die in 9 Jahren Ehekrieg demoralisierte und völlig eingeschüchterte Donna Lee wird diese Aussage bestätigen. Gegen 7 Uhr am Abend der Vollmondnacht kommt Wind auf, der erste kühle Wind des langen Sommers. Er bringt Wolken von Norden heran, hinter denen der Mond immer wieder verschwindet. Wenn er dann auftaucht, verwandelt er ihre Ränder in getriebenes Silber. Dann werden die Wolken dichter und der Mond wird unsichtbar. Aber er ist da. Die Gezeiten, 20 Meilen vor Tucker Mills, spüren seine Anziehungskraft. Und auch die Bestie, die viel näher ist, spürt ihn. Gegen 2 Uhr morgens beginnt in Elmer Zinmans Pferch für die Schweine an der West Stage Road, etwa 12 Meilen vor der Stadt, ein fürchterliches Gekrieke. Nur mit einer Pyjamahose und seinen Hausschuhen bekleidet, holt Elmer seine Flinte. Seine Frau, die fast schön war, als er sie 1947 mit 16 heiratete, bittet und bettelt und weint, weil sie will, dass er bei ihr bleibt und nicht hinausgeht. Elmer schüttelt sie ab und holt das Gewehr vom Flur. Seine Schweine quieken nicht nur, sie kreischen. Es hört sich an, als hätte ein Wahnsinniger eine Schar blutjunger Mädchen aus dem Schlaf gerissen. Er wolle hinausgehen, nichts könne ihn davon abhalten, erklärt er ihr. Und dann bleibt seine schwielige Hand auf dem Riegel der Hintertür liegen und er steht wie erstarrt. Ein kreischendes Triumphgeheul steigt in die Nacht. Es ist der Schrei eines Wolfes. Aber in diesem Geheul liegt etwas so Menschliches, dass er die Hand vom Riegel nimmt und sich von Alice Zinman ins Wohnzimmer ziehen lässt. Er legt die Arme um sie und drängt sie auf das Sofa, wo sie wie 2 ängstliche Kinder sitzen bleiben. Das Gekreische der Schweine wird leiser und verstummt. Es erstirbt in rauen, blutig gurgelnden Lauten. Wieder heult die Bestie auf und ihr Schrei ist so silbrig wie der Mond. Elmer tritt an das Fenster und sieht etwas, er weiß nicht was, in der Dunkelheit verschwinden. Später fängt es an zu regnen und die Tropfen schlagen gegen die Fenster, während Elmer und Alice bei angeschaltetem Licht in ihrem Schlafzimmer im Bett sitzen. Es ist ein kalter Regen, der erste wirkliche Herbstregen. Und morgen wird im Laub das erste Braun erscheinen. Elmer findet in seinem Pferch, was er erwartet hatte. Ein Gemetzel. Alle 9 Sauen und seine 2 Eber sind tot, aufgeschlitzt und teilweise gefressen. Sie liegen im Schlamm und der kalte Regen fällt auf die Kadaver. Ihre hervorquellenden Augen starren in den Herbsthimmel. Elmers Bruder Pete, der aus Minot herbeigerufen wurde, steht neben ihm. Sie reden lange Zeit kein Wort und dann sagt Elmer etwas, worüber auch Pete nachgedacht hat. Die Versicherung wird einiges davon bezahlen, nicht alles, aber einiges. Mit dem Rest muss ich mich abfinden. Besser meine Schweine als wieder ein Mensch. Pete nickt. Das reicht jetzt, sagt er, und seine Stimme ist ein Murmeln, das man bei dem Regen kaum hören kann. Was meinst du damit? Du weißt, was ich meine. Beim nächsten Vollmond müssen 40 Männer raus, oder 60, oder 160. Es wird langsam Zeit, dass die Leute aufhören, so zu tun, als passierte nichts, obwohl es jeder Narr sehen kann. Mein Gott, schau dir das hier doch nur an. Pete zeigt nach unten. Um die gemetzelten Schweine herum ist die weiche Erde des Stalls voller Spuren. Sie sehen aus, als stammten sie von einem Wolf. Aber sie sehen auch seltsam menschlich aus. Siehst du diese verdammten Spuren? Ich sehe sie, räumt Elmer ein. Glaubst du, die süße Betsy aus Pike hat diese Spuren gemacht? Wohl kaum. Das sind die Spuren eines Werwolfs, sagt Pete. Du weißt es, Alice weiß es, die meisten Leute in der Stadt wissen es. Verdammt, sogar ich weiß es und ich stamme aus einem anderen Staat. Er schaut seinen Bruder mit einem strengen Gesicht an, dem ernsten Gesicht eines Neuengland-Puritaners aus dem Jahre 1651.
Und er wiederholt seine Worte. Das reicht jetzt. Höchste Zeit, dieser Sache ein Ende zu machen. Elmer sinniert längere Zeit, während der Regen auf die Wettermäntel der beiden Männer fällt. Dann nickt er. Du hast recht. Aber nicht beim nächsten Vollmond. Willst du bis November warten? Wieder nickt Elmer. Dann sind die Wälder kahl und wir können die Spuren besser erkennen, sobald Schnee gefallen ist. Und was passiert im nächsten Monat? Elmer Sinnman betrachtet seine ermordeten Schweine in dem Pferch neben der Scheune. Dann schaut er seinen Bruder an. Die Leute müssen auf der Hut sein, sagt er. Oktober. Als Marty Koslow mit fast leeren Batterien in seinem Rollstuhl von den Hausbesuchen zu Allerheiligen zurückkommt, geht er sofort ins Bett. Aber er liegt noch wach, bis der Halbmond am kalten Himmel aufgeht und die Sterne wie Diamanten funkeln. Draußen auf der Veranda, wo eine Packung Knallfrösche zum 4. Juli ihm das Leben rettete, wirbelt ein eisiger Wind braune Blätter über die Steine. Sie rasseln wie alte Knochen. In Tarker Mills ist der Oktobervollmond gekommen und gegangen, ohne dass ein neuer Mord geschah, so dass es nun 2 Monate keinen Mord gegeben hat. Einige Leute in der Stadt, darunter Stan Pelkey, der Friseur, und Cal Blodwin, dem Blodwin Chevrolet gehört, die einzige Autohandlung am Ort, glauben, dass der Schrecken vorüber ist. Der Mörder sei ein Herumtreiber oder Landstreicher gewesen, der im Wald gelebt hatte und inzwischen, wie vorausgesagt, weitergezogen ist. Andere allerdings sind sich da nicht so sicher. Sie machen sich Gedanken über die 4 gemetzelten Rehe, die am Tag nach dem Oktobervollmond vor der Stadt an der Straße gefunden wurden, und über Elmer Sinmans 11 Schweine, die im September bei Vollmond getötet wurden. An diesen langen Herbstabenden wird in der Kneipe beim Bier heftig darüber gestritten. Aber Marty Koslow weiß es. Heute Abend ist er mit seinem Vater losgezogen. Sein Vater zieht Halloween gern von Haus zu Haus. Er liebt die schneidende Kälte, er lacht freudig sein herzliches alter Kumpellachen und brüllt idiotische Sachen wie Ho Ho, wenn sich die Haustüren öffnen und vertraute Gesichter aus Tarker Mills herausschauen. Marty ging als Yoda aus Krieg der Sterne, eine große Gummimaske über den Kopf gezogen und in ein weites Gewand gehüllt, das seine verkümmerten Beine bedeckte. »Du kriegst immer alles, was du willst«, sagt Katie und wirft den Kopf zurück, als sie die Maske sieht. Aber er weiß, dass sie nicht wirklich wütend auf ihn ist. Und wie, um das zu beweisen, macht sie ihm einen schönen, krummen Yoda-Stab, mit dem er seine Kostümierung vervollständigt. Aber vielleicht ist sie ein wenig traurig, weil sie jetzt zu alt ist, mit den anderen Kindern von Haus zu Haus zu ziehen. Stattdessen besucht sie, zusammen mit ihren Freundinnen von der Highschool, eine Party. Sie wird zu Platten von Donna Summer tanzen und später wird die Beleuchtung vielleicht ein wenig gedämpft und die Mädchen spielen Flaschendrehen und sie wird vielleicht irgendeinen Jungen küssen, nicht weil sie das will, sondern weil sie dann am nächsten Morgen in der Schule mit ihren Freundinnen darüber kichern kann. Dad nimmt Marty in seinem Lieferwagen mit, denn der Lieferwagen hat eine eingebaute Rampe, mit deren Hilfe Marty ein- und ausgeladen werden kann. Marty rollt die Rampe hinunter und fährt dann selbst mit seinem Rollstuhl von Haus zu Haus. Er hat eine Tasche mit und sie gehen zu allen Häusern in ihrer Straße und auch noch zu ein paar weiter unten in der Stadt. Zu den Collinsons, den McInns, den Manchesters, den Millikens, den Eastons. In der Kneipe steht ein ganzes Goldfischglas voller Süßigkeiten. In der Pfarrei der unabhängigen Gemeinde gibt es Schokoladenriegel und in der Pfarrei der Baptistenkirche andere Süßigkeiten. Dann weiter zu den Randolphs, den Quinns, den Dixons und noch zu 1 oder 2 Dutzend Leuten. Marty kommt mit einer prall gefüllten Tasche nach Hause. Und er weiß etwas Erschreckendes, etwas fast Unglaubliches. Er weiß es. Er weiß, wer der Werwolf ist. An einem Punkt seiner Tour hat die Bestie, die jetzt zwischen den Monden ihres Wahnsinns nicht zu fürchten ist, ihm eigenhändig Süßigkeiten in die Tasche geworfen und dabei nicht gemerkt, dass Martys Gesicht unter der Yoda-Maske totenblass wurde und seine behandschuhten Hände den Yoda-Stab so festpackten, dass die Fingernägel weiß wurden. Der Werwolf lächelte Marty an und strich ihm über den Gummikopf.
Aber er ist der Werwolf, das weiß Marty, und nicht nur, weil der Mann eine Augenklappe trägt. Da ist noch etwas anderes. In dem menschlichen Antlitz des Mannes erkennt Marty eine seltsame Ähnlichkeit mit dem knurrenden Gesicht des Tieres, das er in jener silbrigen Sommernacht vor fast 4 Monaten sah. Seit er aus Vermont nach Tarka Mills zurückgekommen war, hatte Marty Ausschau gehalten. Er war überzeugt gewesen, dass er den Werwolf früher oder später sehen und auch erkennen würde, denn es musste ein einäugiger Mann sein. Die Polizei hatte genickt und eine Überprüfung versprochen, als er den Beamten erzählte, dass der Werwolf nach Martys Ansicht ein Auge verloren haben müsse. Aber Marty weiß, dass sie ihm nicht geglaubt haben. Vielleicht, weil er ein Kind ist, oder vielleicht, weil sie in der Julinacht, als die Begegnung stattfand, nicht dabei waren. Aber das war gleichgültig. Er wusste, dass es so war. Tarka Mills ist eine kleine Stadt, aber ziemlich ausgedehnt. Und bis heute Abend hat Marty keinen einäugigen Mann gesehen und er hat nicht gewagt, Fragen zu stellen. Seine Mutter fürchtet ohnehin schon, dass die Episode vom Juli ihm seelischen Schaden zugefügt haben könnte. Er befürchtet, dass sie es erfahren könnte, wenn er der Sache zu auffällig nachspürte. Außerdem ist Tarka Mills tatsächlich nicht besonders groß. Früher oder später würde er die Bestie in ihrer menschlichen Gestalt treffen. Auf dem Nachhauseweg denkt Mr. Coslow, Trainer Coslow für Tausende von Studenten in Vergangenheit und Gegenwart, dass Marty so still ist, weil die Aufregung des Abends ihn ermüdet hat. In Wirklichkeit ist das nicht der Fall. Marty hat sich niemals, ausgenommen in der Nacht des wunderbaren Feuerwerks, so wach und lebendig gefühlt. Und sein wesentlicher Gedanke ist dieser: Ich habe nur deshalb fast 60 Tage dazu gebraucht, die Identität des Werwolfs zu ermitteln, weil ich katholisch bin und die St. Marienkirche am Stadtrand besuche. Der Mann mit der Augenklappe, der Mann, der ihm Süßigkeiten in die Tasche geworfen, gelächelt und ihm über den Gummikopf gestrichen hat, ist kein Katholik. Weit gefehlt. Die Bestie ist Reverend Lester Louis von der Gnadenkirche der Baptisten. Als er lächelnd aus der Tür schaut, sieht Marty im gelben Licht der Lampe deutlich die Augenklappe. Sie verleiht dem Mausgesicht des kleinen Geistlichen beinahe ein piratenhaftes Aussehen. »Das mit Ihrem Auge tut mir leid, Reverend Louis«, sagt Mr. Coslow mit seiner dröhnenden Stimme. »Hoffentlich ist es nichts Ernstes.« Reverend Louis' Lächeln wurde immer gequälter. Er habe tatsächlich das Auge verloren. Ein gutartiger Tumor. Man habe das Auge entfernen müssen, um an die Wucherung zu gelangen. Aber es sei der Wille des Herrn, und er habe sich damit abgefunden. Noch einmal hatte er Marty über die Gummimaske gestrichen und erklärt, er kenne Leute, die ein schwereres Kreuz zu tragen hätten. Nun liegt Marty also im Bett und lauscht dem Oktoberwind, der die letzten Blätter des Jahres aufwirbelt und leise durch die Augenlöcher der ausgehöhlten Kürbisse pfeift, die die Einfahrt der Coslows flankieren. Er sieht den Halbmond über den sternenfunkelnden Himmel ziehen. Die Frage ist die: Was soll er jetzt tun? Er weiß es nicht, aber er ist sicher, dass die Antwort darauf noch kommen wird. Er schläft den tiefen, traumlosen Schlaf gesunder Jungen, während draußen der Wind über Tarka Mills hinwegfegt, den Oktober vertreibt und den kalten, sternenglänzenden November bringt, den eisernen Monat des Herbstes. November. Der dunkle November hat Tarka Mills erreicht. Auf der Hauptstraße scheint ein seltsamer Exodus stattzufinden. Reverend Louis beobachtet ihn von der Tür seiner Baptistenpfarrei aus. Er ist gerade herausgekommen, um seine Post zu holen, und hält 6 Rundschreiben und einen einzelnen Brief in der Hand. Er schaut den staubigen Kleinlastern nach, die jetzt zur Stadt hinausfahren. Fords, Chevys und International Harvesters. Die Meteorologen sagen, dass es bald Schnee geben wird. Aber diese Leute in den Lastwagen sind nicht auf der Flucht vor der Witterung und nicht auf dem Weg in wärmere Gefilde. Man fährt nicht im Jagdanzug mit Gewehr und Hunden im Wagen an die goldenen Strände Floridas oder Kaliforniens. Dies ist schon der 4. Tag, dass die Männer, angeführt von Elmer Zinman und seinem Bruder Pete, mit ihren Gewehren und Hunden und vielen 6er-Packs Bier hinausfahren.
Diese Ausflüge werden veranstaltet, weil bald Vollmond ist. Die Jagd auf Vögel und Rotwild ist vorbei. Aber für Werwölfe gibt es keine Schonzeit. Hinter der Maske ihrer grimmig entschlossenen Gesichter amüsieren sich die meisten Männer köstlich. Reverend Lowey weiß, dass einige dieser Männer nur herumalbern. Nun haben sie die Gelegenheit, in die Wälder zu fahren, Bier zu saufen, in Schluchten zu pissen, sich Witze über Polacken, Franzosen und Nigger zu erzählen und auf Eichhörnchen und Krähen zu schießen. Sie sind die eigentlichen Tiere, denkt Lowey und fährt unbewusst mit der Hand über die Augenklappe, die er seit Juli trägt. Wahrscheinlich wird irgendjemand noch einen anderen erschießen. Sie können von Glück sagen, dass es nicht schon passiert ist. Hupend und unter Hundegebell verschwinden die letzten Wagen hinter Tarkers Hill. Ja, einige der Männer albern nur herum, aber andere, zum Beispiel Elmer und Pete Zinman, meinen es todernst. Wenn diese Kreatur, Mensch oder Bestie oder was auch immer, in diesem Monat wieder unterwegs ist, werden die Hunde die Fährte aufnehmen, hatte der Reverend Elmer vor kaum 2 Wochen beim Friseur gehört. Und wenn sie oder er wegbleibt, dann haben wir vielleicht ein Leben gerettet, mindestens aber irgendjemandes Vieh. Ja, einige der Männer, vielleicht 1 Dutzend, vielleicht 2 Dutzend, meinen es ernst. Aber sie sind es nicht, denen Lowey dieses seltsame Gefühl zu verdanken hat, das Gefühl, in die Enge getrieben zu werden. Es sind die Mitteilungen, die das bewirkt haben. Die, deren Längste aus nur 2 Sätzen besteht und die mit kindlicher Handschrift verfasst sind und gelegentlich Rechtschreibfehler aufweisen. Er betrachtet den Brief, der mit der heutigen Post gekommen und in der gleichen kindlichen Handschrift adressiert ist. Reverend Lowey, Pfarrei der Baptistenkirche, Tarker Mills, Maine 04491. Nun, dieses seltsame Gefühl, in der Falle zu stecken. Er stellt sich vor, dass sich ein Fuchs so fühlen muss, der merkt, dass die Hunde ihn in eine Sackgasse gejagt haben. Dieser Augenblick der Panik, wenn der Fuchs sich mit gefletschten Zähnen den Hunden zum Kampf stellt, die ihn mit Sicherheit zerreißen werden. Er schließt die Tür hinter sich und geht in den Salon, wo die alte Standuhr feierlich tickt und tackt. Er setzt sich und legt die Rundschreiben religiösen Inhalts säuberlich auf den Tisch, den Mrs. Miller 2-mal in der Woche poliert, und öffnet den neuen Brief. Wie bei den anderen Mitteilungen fehlen Anrede und Unterschrift. In der Mitte eines vom Notizblock eines Schülers gerissenen Zettels steht der Satz: »Warum nehmen Sie sich nicht das Leben?« Reverend Lowey fasst sich mit der Hand an die Stirn. Sie zittert leicht. Mit der anderen Hand zerknüllt er den Zettel und legt ihn in den großen gläsernen Aschenbecher, der mitten auf dem Tisch steht. Reverend Lowey führt alle seine Beratungen in diesem Raum durch und einige mühsalbeladenen Gemeindemitglieder rauchen. Er nimmt ein Streichholzheftchen aus seinem Sweater, den er Samstag immer trägt, und zündet den Zettel an, wie er die anderen angezündet hat. Er schaut zu, wie das Papier verbrennt. In 2 deutlich verschiedenen Stadien hat Lowey erfahren, was er ist. Nach dem Albtraum vom Mai, dem Traum, in dem sich alle Mitglieder seiner Gemeinde in Werwölfe verwandelten, und nachdem er Clyde Corliss' entsetzlich verstümmelte Leiche gefunden hatte, ist ihm klar geworden, dass etwas, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Er weiß nicht, wie er es sonst ausdrücken soll. Etwas stimmt nicht mit ihm. Andererseits weiß er, dass er sich morgens nach dem Aufstehen manchmal erstaunlich gut und kräftig fühlt, gewöhnlich bei Vollmond. Dieses Gefühl schwindet, wenn der Mond abnimmt, und wächst bei zunehmendem Mond. Nach dem Traum und nach Corliss Tod war er gezwungen, andere Dinge zu registrieren, die er bisher verdrängt hatte. Verschmutzte und zerrissene Kleidung, Kratzer und Abschürfungen, die er sich nicht erklären kann. Aber da sie nie schmerzen wie gewöhnliche Verletzungen, war es leicht, sie zu ignorieren oder einfach nicht daran zu denken. Es war ihm sogar gelungen, Blutspuren zu ignorieren, die er manchmal an seinen Händen feststellte und an seinen Lippen. Dann kam am 5. Juli das 2. Stadium. Es ist einfach zu beschreiben. Er war auf einem Auge blind aufgewacht.
Genau wie bei den Kratzern und Abschürfungen hatte er keine Schmerzen empfunden. Nur eine blutige, verbrannte Höhle gähnte, wo sein linkes Auge gesessen hatte. Inzwischen war sein Wissen um die Dinge so überwältigend geworden, dass es nicht mehr zu leugnen war. Er war die Bestie. Er ist der Werwolf. Während der letzten drei Tage hatte er wieder diese vertrauten Empfindungen, eine große Unruhe, eine fast freudige Ungeduld, ein Gefühl der Spannung im Körper. Es kommt wieder. Die Veränderung steht unmittelbar bevor. Heute Nacht ist Vollmond und die Jäger werden mit ihren Hunden unterwegs sein. Nun, das ist unwichtig. Er ist schlauer, als sie denken. Sie sprechen von einem Mannwolf, aber sie denken immer nur an den Wolf, nicht an den Mann. Sie können ihre Kleinlaster fahren und er kann seinen Volar Sedan fahren. Und heute Nachmittag wird er nach Portland fahren und irgendwo am Stadtrand in einem Motel absteigen, denkt er. Und wenn die Veränderung eintritt, wird es keine Hunde und keine Jäger geben. Sie können ihm keine Angst machen. Warum nehmen Sie sich nicht das Leben? Die erste Mitteilung kam Anfang des Monats. In ihr stand nur: Ich weiß, wer Sie sind. In der zweiten hieß es: Wenn Sie ein Gottesmann sind, verschwinden Sie aus der Stadt. Gehen Sie irgendwo hin, wo Sie Tiere töten können, aber keine Menschen. Die dritte lautete: Machen Sie ein Ende. Das war alles. Nur machen Sie ein Ende. Und heute: Warum nehmen Sie sich nicht das Leben? Weil ich es nicht will, denkt Reverend Lowy mürrisch. Dies, was es auch sei, habe ich mir nicht gewünscht. Ich bin von keinem Wolf gebissen und von keiner Zigeunerin verflucht worden. Es ist einfach passiert. Im vergangenen November habe ich ein paar Blumen für die Vasen in der Sakristei gepflückt. Neben diesem hübschen kleinen Friedhof am Sunshine Hill. Solche Blumen habe ich noch nie gesehen. Und sie waren welk, bevor ich wieder in der Stadt war. Sie wurden alle ganz schwarz. Vielleicht fing es damals schon an. Eigentlich habe ich keinen Grund, das anzunehmen, aber ich glaube es trotzdem. Und ich werde mir nicht das Leben nehmen. Sie sind die Tiere, nicht ich. Wer schreibt diese Mitteilungen? Er weiß es nicht. Der Überfall auf Marty Koslow war in der Wochenzeitung von Tucker Mills nicht erwähnt worden. Und er ist stolz darauf, dass er sich um Klatsch nicht schert. Und wie Marty vor Halloween von Lowy nichts wusste, weil ihre religiösen Kreise sich nicht berühren, so wusste auch Lowy von Marty nichts. Und der Reverend weiß nicht, was er tut, wenn er sich in eine Bestie verwandelt hat. Er kennt nur dieses rauschhafte Gefühl des Wohlbefindens, wenn sich nach einem Monat der Zyklus vollendet und die vorangegangene Ruhelosigkeit. Ich bin ein Gottesmann, denkt er, steht auf und geht nun immer schneller in dem stillen Salon auf und ab, in dem die alte Standuhr feierlich tickt und tackt. Ich bin ein Gottesmann und ich werde mir nicht das Leben nehmen. Ich tue hier Gutes und wenn ich manchmal Böses tue, nun, schon vor mir haben Menschen Böses getan. Auch das Böse dient dem Willen Gottes, das lehrt uns das Buch Hiob. Alle Dinge dienen dem Willen Gottes. Aber wer ist er? Soll ich Nachforschungen anstellen? Wer wurde am 4. Juli angegriffen? Wie habe ich mein Auge verloren? Oder hat die Bestie ihr Auge verloren? Vielleicht sollte ich ihn zum Schweigen bringen. Aber nicht in diesem Monat. Zuerst sollen sie ihre Hunde wieder in die Zwinger zurückschaffen. Ja, er geht immer schneller, geht gebückt. Und er merkt nicht, dass sein sonst so spärlicher Bart, er braucht nur alle drei Tage eine Rasur, das heißt jeweils zum richtigen Zeitpunkt, jetzt dick und rau und drahtig hervorgesprossen ist und dass sein braunes Auge jetzt haselnussbraun ist und sich allmählich dem Smaragdgrün nähert, in dem es in der Nacht leuchten wird. Er beugt sich vor und fängt an, mit sich selbst zu sprechen, aber seine Stimme wird immer tiefer und immer mehr gleichen die Worte einem Knurren. Zuletzt, als der graue Novembernachmittag in eine ambossfarbene frühe Dämmerung übergeht, springt er in die Küche, reißt den Autoschlüssel vom Haken an der Tür und rennt fast zum Wagen hinaus. Auf dem Weg nach Portland fährt er schnell.
Er lächelt und verlangsamt seine Fahrt auch nicht, als er den ersten Schnee des Jahres in den Lichtkegeln seiner Scheinwerfer wirbeln sieht. Die Flocken sind wie Tänzer, die aus dem eisengrauen Himmel fallen. Er spürt den Mond irgendwo über den Wolken. Er spürt seine Kraft. Seine Brust weitet sich und sein weißes Hemd beginnt in den Nähten zu reißen. Er schaltet im Radio einen Rocksender ein und er fühlt sich einfach großartig. Und was später in dieser Nacht passiert, mag ein Gottesurteil sein oder ein Scherz jener älteren Götter, die die Menschen in mondhellen Nächten aus der Sicherheit ihrer ringförmig angeordneten Steinwälle heraus anbeteten. Oh, es ist schon komisch, sehr komisch. Denn Louis ist bis nach Portland gefahren, um sich in die Bestie zu verwandeln. Und der Mann, den er in dieser verschneiten Novembernacht schließlich zerreißen wird, ist Mills Darmfaller, der sein ganzes Leben lang in Tarker Mills zugebracht hat. Und vielleicht ist Gott trotz allem gerecht. Denn wenn es in Tarker Mills ein hochkarätiges Arschloch gibt, dann ist es Mills Darmfaller. Er ist an diesem Abend, wie schon an anderen Abenden, nach Portland gekommen. Seiner ledierten Frau Donna Lee hat er erzählt, dass er geschäftlich hier sei. Aber sein Geschäft ist eine Nutte namens Rita Tennyson, die ihn mit einem äußerst hartnäckigen Herpes infiziert hat, der von ihm schon an Donna Lee weitergegeben wurde, die in all den Jahren ihrer Ehe andere Männer noch nicht mal angesehen hat. Reverend Louis ist in einem Motel namens The Driftwood abgestiegen, das in der Nähe der Strecke Portland-Westbrook liegt. Und dasselbe Hotel haben an diesem Novemberabend auch Mills Darmfaller und Rita Tennyson gewählt, um ihr Geschäft zu besorgen. Um 21:45 kommt Milt nach draußen, um eine Flasche Bourbon zu holen, die er in seinem Wagen gelassen hat. Er beglückwünscht sich dazu, dass er in dieser Vollmondnacht so weit von Tarker Mills entfernt ist, als die einäugige Bestie ihn vom Dach eines schneebedeckten Peterbilt anspringt und ihm mit einem gewaltigen Ruck den Kopf abreißt. Das letzte Geräusch, das Mills Darmfaller in seinem Leben hört, ist das schrill ansteigende Triumphgeheul des Werwolfs. Starmfallers Kopf rollt mit weit aufgerissenen Augen unter den Peterbilt, und die Flasche Bourbon entgleitet seinen zuckenden Händen, als die Bestie ihre Schnauze in seinen Hals stumpf wühlt und zu fressen beginnt. Am nächsten Tag wird Reverend Louis in der Baptistenpfarrei in Tarker Mills sich einfach großartig fühlen. Und er wird den Bericht über den Mord in der Zeitung lesen und fromm denken, er war kein guter Mensch. Alle Dinge dienen dem Herrn. Und anschließend wird er denken, wer ist der Junge, der die Mitteilungen schickt? Wer war es im Juli? Es ist an der Zeit, das festzustellen. Es ist an der Zeit, sich doch einmal Klatsch anzuhören. Reverend Louis rückt sich die Augenklappe zurecht, blättert in der Zeitung weiter und denkt, alle Dinge dienen dem Herrn. Wenn es der Wille des Herrn ist, werde ich ihn finden und ihn zum Schweigen bringen. Für immer. Dezember. Es ist 15 Minuten vor Mitternacht am Silvesterabend. In Tarker Mills, wie in der übrigen Welt, geht das Jahr zu Ende. Und in Tarker Mills, wie in der übrigen Welt, hat es Veränderungen gebracht. Mills Darmfaller ist tot und seine Frau Donna Lee, endlich ihrer Fesseln ledig, hat die Stadt verlassen. Sie ist nach Boston gegangen, meinen einige, andere tippen auf Los Angeles. Eine andere Frau versuchte, den Buchladen des Darmfallers weiterzuführen und hatte kein Glück damit. Aber der Friseurladen, der Supermarkt und die Kneipe befinden sich, Gott sei Dank, noch immer an derselben Stelle. Clyde Corliss ist tot, aber seine beiden nichtsnutzigen Brüder Alden und Errol leben noch und sind gesund. Sie lösen ihre Lebensmittelgutscheine bei E&P in der übernächsten Stadt ein. Sie haben nicht ganz den Nerv, es gleich hier am Ort zu tun. Großmutter Hagew, die die besten Kuchen in Tarker Mills backen konnte, ist an einem Herzanfall gestorben. Der 92-jährige Willie Harrington ist im November vor seinem kleinen Haus in der Ball Street auf dem Eis ausgerutscht und hat sich die Hüfte gebrochen.
Aber der Bibliothek wurde von einem reichen Sommergast eine schöne Summe vermacht. Und im nächsten Jahr werden die Bauarbeiten am Flügel für Kinderbücher beginnen, über den schon seit ewigen Zeiten im Stadtrat geredet wurde. Olli Parker, der Rektor der Schule, bekam im Oktober Nasenbluten, das nicht wieder aufhörte. Und es wurde festgestellt, dass er an akutem Bluthochdruck leidet. »Sie haben Glück gehabt, dass Ihr Gehirn nicht mit ausgelaufen ist«, knurrte der Arzt, nahm die Manschette für die Blutdruckmessung ab und riet Olli dringend, 40 Pfund abzunehmen. Wie durch ein Wunder hatte Olli Weihnachten bereits 20 Pfund verloren. Er fühlt sich wie ein neuer Mann und sieht auch so aus. Er benimmt sich auch wie ein neuer Mann, erzählt seine Frau ihrer guten Freundin Delia Burney mit einem kleinen, lüsternen Grinsen. Brady Kinkett, den die Bestie beim Drachensteigen getötet hat, ist immer noch tot. Und Marty Coslow, der in der Schule direkt hinter Brady gesessen hatte, ist immer noch ein Krüppel. Die Dinge verändern sich und sie verändern sich nicht. Und in Tucker Mills endet das Jahr, wie es begonnen hatte. Draußen tobt heulend ein Schneesturm und die Bestie ist unterwegs. Irgendwo. Im Wohnzimmer der Coslows sitzen Marty und sein Onkel Al und sehen Dick Clarks Rocking New Year's Eve. Onkel Al sitzt auf der Couch, Marty sitzt in seinem Rollstuhl vor dem Fernsehgerät. Auf seinem Schoß liegt eine Waffe, ein 38er Colt Woodsman. In der Trommel stecken zwei Kugeln und sie sind beide aus reinem Silber. Onkel Al hat McHugheston, einen seiner Freunde aus Hampton, gebeten, sie für ihn herzustellen. Nach einigen Protest hat dieser McHugheston Martys silbernen Konfirmationslöffel mit einem Propangasbrenner eingeschmolzen und die Pulvermenge so bemessen, dass sie als Treibsatz ausreicht, ohne dass die Kugeln sich wild überschlagen. »Ich kann nicht garantieren, dass sie funktionieren«, hat dieser McHugheston zu Onkel Al gesagt, »aber ich denke schon.« »Was willst du denn damit umbringen, Al? Einen Werwolf oder einen Vampir?« »Von jeder Sorte einen«, sagt Onkel Al und grinst ihn an. »Deshalb bat ich dich, zwei zu machen. Da war auch noch ein Zombie, aber sein Vater in North Dakota ist gestorben und er musste die nächste Maschine nach Fargo nehmen.« Sie lachten darüber. Und dann sagte Al, »sie ist für einen Neffen von mir. Der Junge ist ganz verrückt nach Monsterfilmen und da halte ich das für ein interessantes Weihnachtsgeschenk.« »Nun, wenn er eine davon in ein Stück Holz schießt, dann bring es in meinen Laden«, sagt Mac zu ihm. »Ich möchte gern sehen, was passiert.« In Wirklichkeit weiß Onkel Al nicht, was er von der ganzen Sache halten soll. Seit dem 3. Juli hat er weder Marty gesehen, noch ist er überhaupt in Tucker Mills gewesen, wie man hätte voraussehen können. Martys Mutter ist wütend auf ihn wegen der Feuerwerkskörper. »Er hätte umkommen können, du dummes Arschloch«, hat sie ihn am Telefon angeschrien. »Was in aller Welt hast du dir nur dabei gedacht?« »Es sieht doch so aus, als hätten gerade die Feuerwerkskörper ihm das Leben«, hob Al an, aber er hörte nur das scharfe Klicken, als sie auflegte. Seine Schwester ist stur. Wenn sie etwas nicht hören will, dann hört sie es auch nicht. Dann kam Anfang des Monats ein Anruf von Marty. »Ich muss dich sprechen, Onkel Al«, sagte Marty. »Du bist der Einzige, mit dem ich reden kann.« »Ich habe schlechte Karten bei deiner Mutter, Junge«, sagte Al. »Es ist wichtig«, entgegnete Marty. »Bitte, bitte!« Er kam also und ertrug das eisige, missbilligende Schweigen seiner Schwester. Und an einem klaren, kalten Tag Anfang Dezember lud er Marty vorsichtig auf den Beifahrersitz seines Sportwagens und machte mit ihm eine Ausfahrt. Aber an dem Tag wurde nicht gerast und es gab kein wildes Gelächter. Onkel Al hörte sich nur an, was Marty ihm zu sagen hatte. Onkel Al hörte Martys Geschichte mit wachsender Besorgnis. Zuerst erzählte Marty Onkel Al von der wunderbaren Feuerwerksnacht und wie er der Bestie mit Knallfröschen das linke Auge ausgeschossen hatte. Dann erzählte er von Halloween und Reverend Louis. Dann erzählte er Onkel Al, dass er damit angefangen hatte, Reverend Louis anonyme Briefe zu schicken. Anonym bis auf die beiden letzten, die auf den Mord an Milt Darmfaller in Portland folgten. Diese unterschrieb er, wie er es in der Schule gelernt hatte, mit freundlichem Gruß Martin Coslow. »Du hättest dem Mann keine Briefe schicken sollen, weder anonym noch sonst wie«, sagte Onkel Al scharf.
Mein Gott, Marty, hast du denn nicht ein einziges Mal daran gedacht, dass du dich irren könntest? Natürlich habe ich das. Deshalb habe ich die letzten beiden ja auch unterschrieben. Willst du nicht wissen, was dann passiert ist? Willst du mich nicht fragen, ob er meinen Vater angerufen hat, um ihm zu erzählen, dass ich ihm eine Mitteilung geschickt hätte, auf der stand, warum nehmen Sie sich nicht das Leben? Und eine andere, auf der stand, wir sind Ihnen auf der Spur? Das hat er nicht getan, nicht wahr? Fragte Earl und wusste die Antwort schon. Nein, sagte Marty ruhig. Er hat nicht mit Daddy gesprochen, er hat nicht mit Mom gesprochen und er hat auch nicht mit mir gesprochen. Marty, für die Augenklappe könnte es 100 Gründe geben. Es gibt nur einen einzigen. Er ist der Werwolf, er ist die Bestie, er ist es. Und er wartet auf den Vollmond. Als Reverend Louis kann er nichts tun, aber als Werwolf kann er sehr viel tun. Er kann mich zum Schweigen bringen. Und Marty sprach so kalt und einfach, dass er fast überzeugt war. Was willst du also von mir? Fragte er. Marty sagte es ihm. Er wollte 2 silberne Kugeln und einen Revolver, mit dem man sie abfeuern konnte. Und er wollte, dass Onkel Earl sie am Silvesterabend besuchte, denn in dieser Nacht würde Vollmond sein. »Ich werde nichts dergleichen tun«, sagte Onkel Earl. »Marty, du bist ein guter Junge, aber du drehst langsam durch. Ich glaube, du bist ein schwerer Fall von Rollstuhlfieber. Wenn du über alles noch einmal nachdenkst, weißt du es selbst.« »Vielleicht«, antwortete Marty, »aber überleg doch einmal, was du empfinden wirst, wenn du am Neujahrstag einen Anruf bekommst und erfährst, dass ich tot und in Stücke gerissen im Bett liege. Willst du das auf dein Gewissen nehmen, Onkel Earl?« Earl wollte etwas sagen, aber er schloss sofort wieder den Mund. Er bog in eine Einfahrt ein und hörte den Neuschnee unter den Vorderreifen seines Mercedes knirschen. Dann setzte er zurück und sie fuhren wieder nach Hause. Er hatte in Vietnam gekämpft und war mehrfach ausgezeichnet worden. Er hatte erfolgreich längere Beziehungen zu einigen energischen Frauen vermieden. Und jetzt sah er sich von seinem 11-jährigen Neffen in die Enge getrieben. Von seinem verkrüppelten 11-jährigen Neffen. Natürlich wollte er so etwas nicht auf sein Gewissen nehmen. Noch nicht einmal die Möglichkeit. Und das wusste Marty. Und Marty wusste auch, wenn Onkel Earl auch nur die geringste Chance sah, dass er Marty recht haben könnte. 4 Tage später, am 10. Dezember, rief Onkel Earl an. »Ich habe eine wunderbare Nachricht«, rief Marty seiner Familie zu, als er mit seinem Rollstuhl ins Wohnzimmer fuhr. »Onkel Earl kommt Silvester zu uns.« »Das tut er nicht«, sagte seine Mutter in ihrem kühlsten und schroffsten Ton. Marty ließ sich nicht einschüchtern. »Oh, das tut mir leid, ich habe ihn schon eingeladen«, sagte er. »Er will Leuchtpulver für den Kamin mitbringen.« Seine Mutter verbrachte den Rest des Abends damit, ihn wütend anzustarren, wenn er in ihre Richtung schaute oder sie in seine. Aber sie rief ihren Bruder nicht an, um ihn auszuladen, und das war das Wichtigste. Beim Abendessen zischte Käthe ihrem Bruder böse ins Ohr. »Du kriegst immer, was du willst, nur weil du ein Krüppel bist.« Grinsend flüsterte Marty zurück. »Ich liebe dich ebenfalls sehr, Schwesterchen.« »Du kleiner Satan!« Sie stürzte davon. Und dann ist der Silvesterabend da. Martys Mutter war überzeugt, dass Earl nicht kommen würde, denn der Sturm war stärker geworden, er heulte und stöhnte und trieb immer mehr Schnee vor sich her. Um die Wahrheit zu sagen, auch Marty hatte einige böse Augenblicke. Aber Onkel Earl traf gegen 8 Uhr ein. Er fuhr nicht seinen Mercedes-Sportwagen, sondern ein geliehenes Fahrzeug mit Vierradantrieb. Gegen 11.30 Uhr ist außer ihm und Marty die ganze Familie ins Bett gegangen. Und so ungefähr hatte Marty es vorausgesehen. Und obwohl Onkel Earl die ganze Sache immer noch nicht ernst nimmt, hat er nicht einen, sondern 2 Revolver mitgebracht, die er jetzt unter seinem schweren Mantel hervorholt. Wortlos reicht er Marty die Waffe mit den 2 Silberkugeln. Wie um ihre Argumente zu unterstreichen, lässt Martys Mutter die Tür zum Elternschlafzimmer knallend ins Schloss fallen. Die andere Waffe ist mit konventioneller Bleimunition geladen. Aber Earl zweifelt, ob ein Wahnsinniger, der heute Nacht hier eindringen will, sich von einer 45er Magnum aufhalten lassen wird. Und je mehr Zeit vergeht, ohne dass etwas geschieht, umso stärker werden seine Zweifel.
Im Fernsehen schwenken die Kameras jetzt immer häufiger zu der großen erleuchteten Kugel auf dem Allied Chemical Building am Times Square hinüber. Die letzten paar Minuten des Jahres verstreichen. Die Menge jubelt. In der Ecke gegenüber dem Fernsehgerät steht noch immer der Weihnachtsbaum der Koslos, der langsam vertrocknet und braun wird und seiner Geschenke entkleidet, traurig vor sich hin nadelt. Marty, nichts, fängt Onkel Al an, und dann zerspringt das große Aussichtsfenster des Wohnzimmers in einem Hagel glitzernder Splitter nach innen und lässt den heulenden schwarzen Wind von draußen herein und wirbelnden weißen Schnee und die Bestie. Al ist einen Augenblick lang wie erstarrt. Er starrt vor Grauen, weil er nicht glauben kann, was er sieht. Die Bestie ist riesig, vielleicht 2,10 Meter, obwohl sie sich vorbeugt, sodass ihre Klauenhände fast über den Teppich schleifen. Ihr einziges grünes Auge, genau wie Marty sagte, denkt er dumpf, alles ganz genau wie Marty sagte, rollt und funkelt böse in seiner Höhle und fixiert Marty, der in seinem Rollstuhl sitzt. Die Bestie springt auf ihn zu und stößt zwischen ihren riesigen gelblich-weißen Zähnen ein brüllendes Triumphgeheul aus. Ruhig und fast ohne erkennbare Veränderung seines Gesichtsausdrucks hebt der Junge den 38er Revolver. Er sieht in seinem Rollstuhl winzig aus, seine Beine stecken in weichen, ausgeblichenen Jeans und an seinen Füßen, die sein ganzes Leben lang taub und gefühllos waren, trägt er pelzgefütterte Hausschuhe. Und es ist unglaublich. Obwohl der Werwolf wütend brüllt, obwohl der Wind heult und obwohl Els Gedanken durcheinander geraten, weil er nicht begreift, wie so etwas in einer Welt der Realitäten geschehen kann, hört er trotzdem die Stimme seines Neffen sagen: »Armer alter Reverend Louis, ich will versuchen, dich zu erlösen.« Und als der Werwolf mit ausgestreckten Klauenhänden losspringt und sein Schatten als großer Fleck auf dem Teppich zu sehen ist, schießt Marty. Wegen der geringen Pulvermenge im Treibsatz verursacht der Schuss ein fast lächerliches, leises Geräusch. Es hört sich an, als würde mit einem Luftgewehr geschossen. Aber das Wutgebrüll des Werwolfs steigert sich zu einem infernalischen Schmerzensschrei. Die Bestie kracht gegen die Wand und schlägt mit der Schulter ein großes Loch hinein. Ein Bild von Carrier and Ives fällt ihr auf den Kopf, gleitet an ihrem dicken Rückenpelz ab und zersplittert auf dem Fußboden. Der Werwolf dreht sich um. Blut fließt über die bösartige, behaarte Maske seines Gesichts und er rollt sein grünes Auge. Knurrend taumelt er auf Marty zu. Seine Klauenhände öffnen und schließen sich und aus seinem klaffenden Maul quillt blutiger Schaum. Marty hält den Revolver mit beiden Händen, wie ein Kind eine Tasse hält. Er wartet, wartet. Und als der Werwolf wieder auf ihn zuspringt, schießt er. Das andere Auge erlischt wie eine Kerze im Sturm. Wieder schreit die Bestie laut auf und taumelt gegen das Fenster. Der Schneesturm fährt in den Vorhang, der sich dem Ungeheuer um den Kopf wickelt. Als sich im Fernsehen die große, leuchtende Kugel gerade an ihrem Mast nach unten bewegt. Auf dem weißen Tuch sieht Al Blutflecken, die sich rasch vergrößern. Der Werwolf sinkt in die Knie, als Martys Vater im hellgelben Pyjama mit wildem Blick ins Zimmer stürzt. Der 45er Magnum liegt immer noch auf Erls Schoß. Er hat ihn nicht einmal angefasst. Jetzt bricht die Bestie zusammen, zuckt noch einmal und stirbt. Mit offenem Mund starrt Mr. Coslow sie an. Den rauchenden Revolver noch in der Hand, dreht Marty sich zu Onkel Al um. Er sieht müde aus, aber zufrieden. »Ein frohes neues Jahr, Onkel Al«, sagt er. »Sie ist tot. Die Bestie ist tot.« Und dann fängt er an zu weinen. Auf dem Fußboden unter Mrs. Coslows besten weißen Vorhängen hat der Werwolf angefangen, sich zu verändern. Die Haare, die sein Gesicht und seinen Körper bedecken, scheinen sich irgendwie einzuziehen. Die in einem Knurren des Schmerzes und der Wut zurückgezogenen Lefzen fallen herab und bedecken die schrumpfenden Zähne.
Auf wunderbare Weise schmelzen die Klauen zu Fingernägeln zusammen. Zu Fingernägeln, die erbärmlich abgekaut aussehen. In ein blutiges Leichentuch aus Vorhangstoff gehüllt, liegt dort Reverend Louis. Und der hereingewehte Schnee bildet um ihn herum unregelmäßige Muster. Onkel Al geht zu Marty hinüber und tröstet ihn, während Martys Vater immer noch die nackte Leiche auf dem Fußboden anstarrt und Martys Mutter mit zugehaltenem Bademantel in das Zimmer geschlichen kommt. Al umarmt Marty ganz fest. »Gut gemacht, mein Junge«, flüstert er. »Ich liebe dich.« Draußen heult der Wind den schneebedeckten Himmel an. Und in Tucker Mills sind die ersten Minuten des neuen Jahres schon Geschichte. Sie hörten Wolf von Tucker Mills. Nach dem Roman von Stephen King. Es spricht Joachim Kerzel. Irgendwo hoch oben scheint der Mond, groß und voll. Aber hier in Tucker Mills hat ein Januar-Blizzard den Himmel mit Schnee erstickt. Der Sturm braust mächtig durch die verlassene Hauptstraße des Städtchens. Die orangefarbenen städtischen Schneepflüge haben schon lange aufgegeben. Arnie Westrum, Bremser bei der GS- und WM-Eisenbahnlinie, hat sich in den kleinen Geräte- und Signalschuppen 9 Meilen vor der Stadt zurückgezogen, denn seine benzinbetriebene Draisine ist in den Schneewehen stecken geblieben. Hier wartet er darauf, dass der Sturm nachlässt. Inzwischen legt er mit seinem schmierigen Kartenspiel Patiencen. Draußen steigert sich der Sturm zu einem schrillen Heulen. Westrum hebt unruhig den Kopf und widmet sich dann wieder seinen Karten. Es ist nur der Wind. Aber der Wind kratzt nicht an Türen und winselt nicht um Einlass. Westrum steht auf. Ein großer, hagerer Mann in Wolljacke und Eisenbahn-Overall. Eine Camel-Zigarette hängt ihm aus dem Mundwinkel und die Kerosinlampe an der Wand taucht sein zerfurchtes Neuengland-Gesicht in weiches, hellrotes Licht. Wieder das Kratzen. Irgendein Hund, denkt er, der sich verlaufen hat und jetzt Schutz sucht. Weiter nichts. Aber Westrum beginnt nachzudenken. Es wäre unmenschlich, das Tier draußen in der Kälte zu lassen, überlegt er. Trotz des batteriegespeisten Heizgeräts ist es aber im Schuppen nicht sehr viel wärmer als draußen. Westrum sieht die kalte, weiße Wolke seines Atems, aber er zögert, zur Tür zu gehen. Eine kleine, kalte Angst nagt plötzlich an ihm. Tucker Mills hat eine schlechte Saison erlebt. Es hat böse Vorzeichen gegeben. In Arnis Adern überwiegt das walisische Blut seines Vaters und ihm gefällt die ganze Sturmnacht nicht. Bevor er überlegen kann, wie er sich seinem Besucher gegenüber verhalten soll, schwillt das leise Winseln zu einem Knurren an. Es gibt einen dumpfen Schlag, als etwas Schweres gegen die Tür prallt, sich zurückzieht und wieder zuschlägt. Die Tür zittert in ihrem Rahmen und durch den oberen Spalt dringt eine kleine Wolke Schnee in den Raum. Arnie Westrum schaut sich rasch um. Er sucht etwas, womit er die Tür abstützen kann. Aber bevor er nach dem wackligen Stuhl greifen kann, auf dem er gesessen hat, wirft sich das knurrende Ding wieder mit unglaublicher Wucht gegen die Tür. Das Holz zersplittert. Nach innen gebogen hängt die Tür gerade noch im Rahmen und in ihr steckt, wild mit den Füßen tretend und vorwärts drängend, die Lefzen im Knurren zurückgezogen, die gelben Augen funkelnd, der größte Wolf, den Arnie je gesehen hat. Und sein Knurren klingt auf entsetzliche Weise wie menschliche Worte. Die Tür bricht, ächzt, gibt nach. Gleich wird das Ding im Schuppen sein.
In der Ecke lehnt in einem Durcheinander von Werkzeugen eine Spitzhacke an der Wand. Arnie springt hinüber und packt sie, als der Wolf sich in den Schuppen zwängt, sich duckt und den in die Enge getriebenen Mann aus glitzernden gelben Augen beobachtet. Das Tier hat die Ohren angelegt, pelzige Dreiecke, und lässt die Zunge heraushängen. Hinter ihm fegt der Schnee durch die Tür herein, deren Reste in den Angeln klappern. Knurrend springt er los und Arnie Westrum schwingt die Spitzhacke. Einmal. Durch die zersplitterte Tür wirft die schwach leuchtende Lampe Lichtfetzen nach draußen in den Schnee. Der Wind rauscht und heult. Die Schreie beginnen. Etwas Unmenschliches ist nach Takermills gekommen, so unbemerkt wie der Vollmond, der jenseits der Sturmwolken über den nächtlichen Himmel zieht. Der Werwolf ist da. Warum er gerade jetzt kommt, ist genauso wenig zu bestimmen, wie man weiß, warum Krebs kommt oder ein Irrer mit Mordgedanken oder ein alles zerstörender Tornado. Seine Zeit ist jetzt und sein Ort ist hier, in dieser kleinen Stadt in Maine, wo Wohltätigkeitsessen aus gebackenen Bohnen das Ereignis der Woche sind, wo die kleinen Jungen und Mädchen ihren Lehrern noch Äpfel mitbringen, und wo über die vom Seniorenclub veranstalteten Ausflüge in die Natur mit religiösem Eifer im Wochenblatt berichtet wird. Nächste Woche wird es Neuigkeiten von dunklerer Art geben. Draußen verwischt der Schnee die Spuren und der Sturm heult ein wildes, jubelndes Heulen. Dieses herzlose Lied des Sturmes spottet Gott und dem Licht. Es kündet vom schwarzen Winter und dunklem Eis. Das Jahr des Werwolfs hat begonnen. Februar. Liebe, denkt Stella Randolph, als sie am Valentinstag in ihrem schmalen, jungfräulichen Bett liegt und das kalte blaue Licht des Vollmonds durch das Fenster hereinfällt. O Liebe, Liebe, Liebe. Liebe wäre wie, ja wie. In diesem Jahr hat Stella Randolph, die in Tucker Mills einen Handarbeitsladen betreibt, zum Valentinstag 20 Karten bekommen. Eine von Paul Newman, eine von Robert Redford, eine von John Travolta und sogar eine von Ace Frehley von der Rockgruppe Kiss. Vom blauen Licht des Mondes angestrahlt stehen sie auf der Kommode am anderen Ende des Zimmers. Sie hat sie sich alle selbst geschickt, in diesem Jahr wie in jedem anderen. Liebe wäre wie ein Kuss bei Tagesanbruch. Oder wie der letzte Kuss, der richtige Kuss am Ende aller albernen Liebesgeschichten. Liebe wäre wie Rosen in der Dämmerung. In Tucker Mills lacht man über sie. Bestimmt, darauf kann man wetten. Kleine Jungen machen sich über sie lustig und kichern hinter vorgehaltener Hand. Und manchmal, wenn sie auf der anderen Straßenseite in Sicherheit sind und Polizist Neary nicht in der Nähe ist, singen sie mit ihrem hübschen, hellen Sopran spöttisch »Fettsack, Fettsack, 2x4«. Aber Stella weiß von der Liebe und sie weiß vom Mond. Sie ist ein wenig zu kurz geraten und sie ist zu dick. Aber jetzt in dieser Nacht der Träume, wo der Mondschein als bittere blaue Flut durch die von Eisblumen überzogenen Scheiben fällt, kommt es ihr vor, als hätte die Liebe immer noch eine Chance. Die Liebe und der Duft des Sommers, wenn er kommt. Liebe wäre wie das raue Gefühl der Wange eines Mannes, die reibt und kratzt. Und plötzlich ein Kratzen am Fenster. Sie richtet sich auf den Ellenbogen auf und die Decke gleitet von ihrem üppigen Busen. Eine dunkle Gestalt hat sich vor das Licht des Mondes geschoben, seltsam verzerrt, aber eindeutig männlich. Und Stella denkt, ich träume, und in meinen Träumen werde ich ihn kommen lassen, und in meinen Träumen werde ich mich selbst gehen lassen. Sie denkt an wunderbare, schmutzige Dinge dabei, aber das Wort ist sauber und das Wort stimmt. Liebe ist sich gehen lassen. Sie steht auf und ist überzeugt, dass es ein Traum ist, denn draußen steht geduckt ein Mann. Ein Mann, den sie kennt, ein Mann, dem sie fast jeden Tag auf der Straße begegnet. Es ist Liebe, ja, Liebe ist wie kommen, und die Liebe ist gekommen.
Aber als sie mit ihren plumpen Fingern nach dem Fensterrahmen greift, sieht sie, dass es überhaupt kein Mann ist. Dort draußen steht ein Tier. Ein riesiger, zottiger Wolf. Die Vorderpfoten auf dem äußeren Sims, die Hinterbeine bis an die Schenkel in der Schneewehe, die sich an der Westseite des Hauses hier am Stadtrand gebildet hat. Aber heute ist Valentinstag und es wird Liebe geben, denkt sie. Selbst im Traum haben ihre Augen sie getrogen. Es ist ein Mann, jener Mann, und er sieht so sündhaft gut aus. Sünde. Ja, Liebe wäre wie Sünde. Und in dieser mondhellen Nacht ist er gekommen, und er wird sie nehmen. Er wird... Sie schiebt das Fenster hoch und der kalte Windstoß, in dem sich ihr dünnes, blaues Nachthemd hinter ihr bauscht, mahnt sie, dass dies kein Traum ist. Der Mann ist weg und mit einem Gefühl, als müsste sie in Ohnmacht fallen, erkennt sie, dass er nie hier war. Schaudernd tastet sie sich einen Schritt zurück und mit einem leichten Satz springt der Wolf in ihr Zimmer. Er schüttelt sich und sprüht kleine Schneewolken in die Dunkelheit. Aber Liebe, Liebe ist wie ein Schrei. Zu spät erinnert sie sich daran, dass Arnie Westrum nur einen Monat vorher in einem Eisenbahnschuppen westlich der Stadt in Stücke gerissen wurde. Zu spät. Der Wolf trottet auf sie zu und seine gelben Augen funkeln vor kalter Lust. Stella Randolph bewegt sich rückwärts auf ihr schmales, jungfräuliches Bett zu, bis sie mit ihren plumpen Beinen gegen den Rahmen stößt und lässt sich nach hinten fallen. Der Mondschein schickt einen silbernen Streifen über das zottige Fell der Bestie. Die Valentinskarten auf der Kommode zittern kaum merklich im Wind, der durch das Fenster hereinstreicht. Eine von ihnen fällt herab und beschreibt große, stumme Bogen in der Luft, während sie langsam zu Boden schaukelt. Der Wolf legt beide Pfoten auf das Bett, eine an jeder Seite der Frau, und sie kann seinen Atem riechen. Heiß, aber irgendwie nicht unangenehm. Seine gelben Augen starren in sie hinein. Geliebter, flüstert sie und schließt die Augen. Er stürzt sich auf sie. Liebe ist wie Sterben. März. Der letzte richtige Schneesturm des Jahres. Schwerer, nasser Schnee, der sich bei Einbruch der Dämmerung, wenn sich die Nacht über das Land legt, in Graupeln verwandelt. Mit scharfem Krachen brechen unter seiner Last überall in Tucker Mills verrottete Äste von den Bäumen. Mutter Natur sortiert das tote Holz aus, erzählt Mills Darmfaller, der Stadtbibliothekar, seiner Frau beim Kaffee. Er ist ein schmächtiger Mann mit einem schmalen Kopf und blassblauen Augen. Und er versklavt seine hübsche und schweigsame Frau seit 12 Jahren durch Terror. Es gibt Leute, die die Wahrheit vermuten. Polizist Nearys Frau Joan gehört dazu. Aber das Städtchen kann ein verschwiegener Ort sein. Und niemand außer dem Paar kennt die Schrecken dieser Ehe wirklich. Die Stadt wahrt ihre Geheimnisse. Der Satz gefällt Milt so gut, dass er ihn wiederholt. Ja, Mutter Natur sortiert ihr totes Holz aus. Und dann gehen die Lichter aus. Und Donna Lees Darmfaller stößt einen leisen Schrei aus und verschüttet dabei ihren Kaffee. Mach das sauber, sagt ihr Mann kalt. Mach das sauber, sofort. Ja, Liebling, sofort mache ich. Im Dunkeln sucht sie nach einem Geschirrtuch, mit dem sie den Kaffee aufwischen kann. Und stößt sich das Schienbein an einem Schemel. Sie schreit laut auf. Ihr Mann lacht hämisch im Dunkeln. Er findet Schmerzen, die seine Frau erleidet, amüsanter als alles andere. Abgesehen vielleicht von den Witzen im Reader's Digest. Über diese Witze, Humor in Uniform, Leben in den Vereinigten Staaten kann er wirklich lachen. Außer dem toten Holz hat Mutter Natur in dieser wilden Märznacht draußen bei Tucker Brook auch ein paar Überlandleitungen aussortiert. Die Eiskruste auf den Kabeln war immer dicker und schwerer geworden, bis die Kabel rissen und auf die Straße fielen, wie ein Nest voller Schlangen, die sich träge winden und blaues Feuer spucken. In ganz Tucker Mills
wird es dunkel. Als sei er endlich zufrieden, lässt der Sturm nach und kurz vor Mitternacht sinkt die Temperatur von +1 auf -6 Grad. Der Schneematsch gefriert zu seltsamen Skulpturen. Die Koppel des alten Hegyu, örtlich bekannt als das 16-Hektar-Feld, sieht jetzt aus wie ein zerbrochener Spiegel. Die Häuser bleiben dunkel. In den Ölheizungen knackt es, sie kühlen ab. Keinem Arbeiter der Elektrizitätsversorgungsbetriebe ist es bisher gelungen, die eisglatten Straßen zu bezwingen. Die Wolken reißen auf. Der Vollmond taucht zwischen den Fetzen auf und verschwindet wieder. Die eisbedeckte Hauptstraße sieht aus wie ein riesiger toter Knochen. In dieser Nacht fängt irgendetwas an zu heulen. Später wird niemand mehr sagen können, woher das Geräusch kam. Es war überall und nirgends, als der Vollmond die dunklen Häuser der Stadt mit seinem Licht bemalte. Überall und nirgends trieb es einsam und wild im Wind, dem Märzwind, der sich stöhnend erhob, wie ein toter Wikinger aufsteht und in sein Horn bläst. Donna Lee hört es, während ihr tyrannischer Gatte neben ihr den Schlaf der Gerechten schläft. Polizist Neary hört es, als er am Schlafzimmerfenster seiner Wohnung in der Laurel Street steht. Olly Parker, der fette und unfähige Direktor der High School, hört es in seinem eigenen Schlafzimmer. Und auch andere hören es. Einer von ihnen ist ein Junge in einem Rollstuhl. Niemand sieht es und niemand kennt den Namen des Landstreichers, den die Leute vom Elektrizitätswerk am nächsten Morgen fanden, als sie endlich Tucker Brook erreichten, um die abgerissenen Kabel zu reparieren. Er war mit Eis bedeckt, sein Kopf in einem stummen Schrei zurückgeworfen, sein schäbiger Mantel und das Hemd darunter von mächtigen Fängen zerfetzt. Der Landstreicher saß in einer gefrorenen Lache seines eigenen Blutes und starrte zu den herabhängenden Drähten hinüber. Die Hand, zwischen deren Fingern Eis klebte, immer noch in einer abwehrenden Geste erhoben. Und überall um ihn herum Spuren im Schnee. Wolfsspuren. April. Mitte des Monats haben sich die letzten Schneeschauer in Regenfälle verwandelt und in Tucker Mills passiert etwas Erstaunliches. Es wird allmählich grün. Auf Matty Tellinghams Rindertränke ist das Eis verschwunden und die noch mit Schnee bedeckten Stellen in dem Waldstück, das man Big Woods nennt, schrumpfen von Tag zu Tag. Es scheint, als wolle die Natur doch noch wieder einmal einen ihrer ältesten Tricks vorführen. Es wird Frühling. Trotz des Schattens, der sich über die Stadt gelegt hat, feiern die Leute ihn auf ihre bescheidene Art. Großmutter Hegyu backt Pasteten und stellt sie zum Abkühlen in der Küche auf die Fensterbank. Am Sonntag liest Reverend Lester Lowy in der Gnadenkirche der Baptisten aus dem Hohelied Salomonis und hält eine Predigt unter dem Motto »Der Frühling der Liebe unseres Herrn«. Das Frühlingsfest des bekanntesten Säufers der Stadt, Chris Wrightson, fällt profaner aus. Er zelebriert ein großes Gelage und torkelt im silbrigen, unwirklichen Licht eines fast vollen Aprilmondes davon. Billy Robertson, der Barkeeper und Eigentümer von Tucker Mills einziger Kneipe, flüstert der Bedienung zu, »Wenn der Wolf sich heute jemanden holt, wird es vermutlich Chris sein.« »So etwas dürfen Sie nicht sagen«, erwidert die Bedienung schaudernd. Sie heißt Elise Fournier und ist 24, besucht die Gnadenkirche der Baptisten und singt im Kirchenchor, denn sie ist in Reverend Lowy vernarrt. Aber vernarrt oder nicht vernarrt, im Sommer will sie Tucker Mills verlassen. Die Wolfsgeschichte ist ihr in die Knochen gefahren. Sie denkt, dass die Trinkgelder in Portsmouth vielleicht besser sind. Und sie weiß, dass die einzigen Wölfe, die es dort gibt, Marineuniformen tragen. Als der Mond zum dritten Mal in diesem Jahr zu seiner vollen Größe anwächst, sind die Nächte in Tucker Mills höchst ungemütlich. Die Tage sind besser. Über dem Stadtpark hängt der Himmel jeden Nachmittag voller Drachen. Brady Kincaid, 11 Jahre alt, hat zum Geburtstag einen Papierdrachen bekommen. Als der Drachen erst einmal wie ein lebendes Wesen an seinen Händen zieht, geht mit dem Jungen die Begeisterung durch. Jedes Zeitgefühl kommt ihm abhanden.
Er beobachtet den Drachen, sieht, wie er sinkt und dann am blauen Himmel über dem Orchesterpavillon wieder nach oben fährt. Er hat vergessen, zum Abendessen nach Hause zu gehen. Und er hat nicht gemerkt, dass die anderen Kinder, die Drachen haben steigen lassen, eins nach dem anderen mit ihren Kasten- oder Zeltdrachen oder mit ihren Aluminiumfliegern unter dem Arm verschwunden sind. Er weiß nicht, dass er alleine ist. Erst am schwindenden Tageslicht und an den heraufziehenden blauen Schatten erkennt er, dass er zu lange geblieben ist. Daran und an dem Mond, der gerade hinter den Bäumen am Rande des Parks aufgeht. Zum ersten Mal ist es ein Warmwettermond, geschwollen und orangefarben und ohne das kalte Weiß der letzten Zeit. Aber dafür hat Brady keinen Blick. Er weiß nur, dass er zu lange geblieben ist, dass sein Vater ihn wahrscheinlich verprügeln wird und dass die Dunkelheit kommt. In der Schule hat er über die Gruselgeschichten seiner Schulfreunde gelacht, als sie vom Werwolf erzählten, der im vergangenen Monat den Landstreicher, einen Monat davor Stella Randolph und noch einen Monat früher Arnie Westrum getötet haben soll. Aber jetzt lacht er nicht. Als der Mond die Aprildämmerung in blutrote Ofenglut verwandelt, werden die Geschichten für ihn plötzlich so wirklich wie der grässliche Autounfall der Carringtons vor 2 Jahren. Unsinn. Gruselmärchen für kleine Kinder. So schnell er kann, wickelt er den Zwirn auf seine Rolle und zieht den Geierdrachen mit den beiden blutunterlaufenen Augen aus dem Himmel. Er zieht zu schnell und der Wind lässt nach und der Drachen verschwindet hinter dem Orchesterpavillon. Er geht darauf zu und wickelt dabei den Zwirn auf. Nervös schaut er über die Schulter zurück und plötzlich spürt er einen Ruck und seine Hand wird hin und her gezogen. Es ist fast wie beim Angeln, wenn er oben in Tarkers Bach hinter den Spinnereien einen besonders dicken Fisch am Haken hat. Stirnrunzelnd betrachtet er seine Hand und der Zwirn wird schlaff. Ein donnerndes Gebrüll erfüllt plötzlich die Luft und Brady Kincaid kreischt laut auf. Jetzt glaubt er es. Ja, jetzt glaubt er es. Aber jetzt ist es zu spät. Und sein Geschrei geht unter in dem knurrenden Gebrüll, das sich plötzlich zu einem markerschütternden Geheul steigert. Der Wolf rennt auf ihn zu. Er rennt auf 2 Beinen und die Glut des Mondes rötet sein zottiges Fell. Seine Augen glänzen wie grüne Lampen und in einer Pfote mit Menschenfingern und Krallen, wo Fingernägel sein müssten, hält er Bradys Geierdrachen. Der Drachen flattert wild. Brady wirft sich herum, er will wegrennen, aber harte Arme umschlingen ihn. Er riecht so etwas wie Blut und Zimt. Und am nächsten Tag wird er am Kriegerdenkmal lehnend gefunden. Ohne Kopf. Den Geierdrachen in einer der steifen Hände. Die Männer des Suchtrupps werden von Entsetzen und Übelkeit gepackt. Als sie sich abwenden, flattert der Geier, als wolle er sich in den Himmel erheben. Er flattert, weil Wind aufgekommen ist. Er flattert, als wüsste er, dass dies ein guter Tag sein wird für Leute, die Drachen steigen lassen wollen. Mai. In der Nacht, bevor in der Gnadenkirche der Baptisten der Pfingstsonntag begangen werden soll, hat Reverend Lester Lowy einen entsetzlichen Traum. Zitternd und schweißgebadet erwacht er und starrt aus den schmalen Fenstern des Pfarrhauses nach draußen. Auf der anderen Straßenseite kann er seine Kirche sehen. In ruhigen, silbernen Strahlen fällt das Mondlicht in das Schlafzimmer und einen Augenblick lang erwartet er tatsächlich, den Werwolf zu sehen, von dem die alten Männer tuscheln. Dann schließt er die Augen und bittet um Vergebung für diesen Rückfall in den Aberglauben. Er beendet sein Gebet mit einem geflüsterten »Um Jesu Willen, Amen«. So enden alle seine Fürbitten, wie seine Mutter es ihm gelehrt hat. Aber dieser Traum, dieser grässliche Traum. In seinem Traum war es schon Morgen und er hatte die Pfingstpredigt gehalten. Zu Pfingsten ist die Kirche immer voll. In seinem Traum hat er mit einer Leidenschaft und einer Kraft gepredigt, die er in Wirklichkeit kaum aufbringt. Er neigt zu monotoner Sprechweise,
Was einer der Gründe dafür sein mag, dass der Besuch seiner Gottesdienste in den letzten etwa 10 Jahren so drastisch zurückgegangen ist. Seine Zunge scheint vom pfingstlichen Feuer angerührt und er weiß, dass er die größte Predigt seines Lebens hält. Ihr Motto lautet, die Bestie ist unter uns. Immer wieder hämmert er es seinen Zuhörern ein und spürt vage, dass seine Stimme an Dynamik gewonnen hat und dass seine Worte beinahe einen poetischen Rhythmus angenommen haben. Die Bestie, ruft er ihnen zu, ist überall. Der große Satan, erzählt er ihnen, kann überall auftauchen. Bei einem Tanzvergnügen in der Highschool, wenn man im Kramladen eine Schachtel Marlboro und ein Gasfeuerzeug kauft. Vor Brighton's Drugstore, wenn man dort gerade eine Wurst isst und darauf wartet, dass der Greyhound-Bus aus Bangor vorfährt. Die Bestie könnte bei einem Konzert neben euch sitzen. Oder auch im Hamburger-Imbiss an der Hauptstraße, wenn ihr mit einem Big Mac beschäftigt seid. Seine Stimme sinkt zu einem Flüstern und kein Auge wendet sich ab. Er hat die Gläubigen in seinem Bann. Seid auf der Hut vor der Bestie, denn sie mag lächeln und sagen, sie sei euer Nachbar. Aber, oh meine Brüder, ihre Zähne sind scharf und ihr bemerkt vielleicht, wie sie unruhig mit den Augen rollt. Er ist die Bestie und er ist hier, jetzt, in Tucker Mills, bei uns. Er... Aber hier bricht er ab und seine ganze Beredsamkeit verlässt ihn, denn in der sonnendurchfluteten Kirche ereignet sich etwas Entsetzliches. Seine Gemeinde beginnt sich zu verändern und er erkennt voll Grauen, dass sie sich alle in Wölfe verwandeln, alle 300. Victor Bowley, der Magistratssprecher, der gewöhnlich so weiß und fett und plump ist, seine Haut wird braun und rau und dunkel von Haaren. Violet McKenzie, die Klavierlehrerin. Ihre schmächtige Altjungfernfigur rundet sich, ihre spitze Nase wird flach und dehnt sich. Der fette Naturkundelehrer Albert Freeman scheint noch fetter zu werden. Sein blank gescheuerter blauer Anzug platzt auf und dichte Haarbüschel brechen daraus hervor, wie Füllmaterial, das aus einem alten Sofa quillt. Seine wulstigen Lippen platzen die Blasen auseinander und geben Zähne frei, so groß wie Klaviertasten. »Die Bestie«, will Reverend Louis im Traum rufen, aber seine Stimme versagt und er taumelt entsetzt von der Kanzel zurück, als er Cal Blodwin, den Diakon der Gnadenkirche der Baptisten, das Mittelschiff hinuntertorkeln sieht. Er knurrt und hält den Kopf schief und die Münzen fallen aus seinem silbernen Kollektenteller. Violet McKenzie springt ihn an und sie wälzen sich im Mittelschiff und beißen sich und kreischen mit Stimmen, die fast noch menschlich klingen. Und jetzt fallen die anderen ein. Und es ist ein Gebrüll wie im Zoo zur Fütterungszeit. Und diesmal kreischt Reverend Louis es in einer Art Ekstase hinaus. Die Bestie ist überall, über. Aber seine Stimme ist nicht mehr die seine. Sie ist zu einem unartikulierten Knurren geworden. Und als er nach unten schaut, sieht er, dass seine Hände, die aus den Ärmeln seines besten schwarzen Anzugs herausragen, sich in knotige Pfoten verwandelt haben. Und dann wacht er auf. Es war nur ein Traum, denkt er, und sinkt wieder zurück. Nur ein Traum. Gott sei Dank. Aber als er an diesem Morgen, am Pfingstmorgen, dem Morgen nach dem Vollmond die Kirchentür öffnet, sieht er keinen Traum. Er sieht die zerfleischte Leiche von Clyde Corliss, der hier jahrelang als Küster gearbeitet hat. Er hängt mit dem Gesicht nach unten von der Kanzel. Sein Schiebebesen lehnt in der Nähe. Nichts von alledem ist ein Traum. Reverend Louis kann nur wünschen, es wäre so. Er öffnet den Mund, holt tief Luft und kreischt laut auf. Der Frühling ist wieder da. Und dieses Jahr ist die Bestie mit ihm gekommen. Juni. In der kürzesten Nacht des Jahres poliert Alfie Knopfler, der das Chattenchu, das einzige Kaffee am Ort, betreibt, seine Theke, bis der Kunststoff nur so glänzt. Er hat dabei die Ärmel an seinen tätowierten und muskulösen Armen bis über die Ellenbogen hochgerollt. Das Café ist im Augenblick völlig leer. Und als er mit der Theke fertig ist, legt er eine kleine Pause ein und schaut auf die Straße hinaus.
Er muss daran denken, dass er an einem duftenden Frühsommerabend wie diesem einst seine Unschuld verlor. Das Mädchen war Arlene McCune gewesen, die heute Arlene Bessie heißt und mit einem der erfolgreichsten jungen Anwälte Bangors verheiratet ist. Mein Gott, wie hat sie sich damals auf dem Rücksitz seines Wagens bewegt und wie süß hatte die Nacht geduftet. Die Tür öffnet sich in den Sommer hinaus und hell flutet das Mondlicht herein. Er vermutet, dass sein Kaffee deshalb so leer ist, weil es heißt, dass die Bestie bei Vollmond umgeht. Aber Alfie hat weder Angst, noch macht er sich Sorgen. Er hat keine Angst, weil er 220 Pfund wiegt und das meiste davon sind gute alte Muskeln aus seiner Zeit bei der Marine. Und er macht sich keine Sorgen, weil er weiß, dass seine Stammgäste am frühen Morgen in alter Frische wieder hereinkommen werden, um bei ihm ihr Frühstück einzunehmen. Vielleicht, denkt er, schließe ich den Laden heute ein wenig eher. Die Kaffeemaschine abstellen und zudecken, drüben beim Supermarkt ein 6er-Pack Bier besorgen und im Autokino den Spätfilm sehen. Juni. Juni und Vollmond. Eine gute Nacht für das Autokino und ein paar Bier. Eine gute Nacht, um sich an Eroberungen der Vergangenheit zu erinnern. Er wendet sich der Kaffeemaschine zu und dreht sich resigniert wieder um, als jemand durch die Tür kommt. »Hallo, wie geht's?« fragt er, denn der Kunde ist einer seiner Stammgäste. Wenn er diesen Gast auch selten später als 10 Uhr morgens sieht. Der Gast nickt und die beiden wechseln ein paar freundliche Worte. »Kaffee?« fragt Alfie, als der Kunde sich auf einen der gepolsterten roten Thekenhocker setzt. »Bitte.« Nun, immer noch Zeit für den Spätfilm, denkt Alfie und wendet sich wieder der Kaffeemaschine zu. Sein Gast sieht nicht aus, als ob er lange bleiben wollte. Müde, vielleicht krank. Immer noch Zeit genug. Entsetzen wischt den Rest des Gedankens weg. Alfie starrt fast fassungslos. Die Kaffeemaschine ist so makellos sauber wie alles andere in seinem Café. Der Zylinder aus rostfreiem Stahl glänzt wie ein Metallspiegel und in seiner glatten, konvexen Oberfläche sieht er etwas ebenso Unglaubliches wie Scheußliches. Sein Gast, jemand, den er jeden Tag sieht, jemand, den auch alle anderen jeden Tag sehen, verändert sich. Das Gesicht des Gastes scheint sich irgendwie zu verschieben, zu schmelzen, dicker und breiter zu werden. Das Baumwollhemd des Gastes dehnt sich immer mehr und plötzlich reißen die Nähte. Und Alfie kann absurderweise nur an eines denken, an der unglaubliche Hulk, eine Fernsehserie, die sein kleiner Neffe Ray immer so gern sieht. Das angenehme Durchschnittsgesicht des Gastes verwandelt sich in etwas Bestialisches. Die mattbraunen Augen des Mannes haben sich aufgehellt. Sie funkeln jetzt in einem schrecklichen Goldgrün. Der Gast kreischt. Aber der Schrei zerreißt, er fällt wie ein Fahrstuhl durch alle Klangregister und wird zu einem bellenden, wütenden Knurren. Es, das Ding, die Bestie, der Wolf, was immer es ist, greift über die glatte Theke und stößt einen Zuckerstreuer um. Es packt den dicken, zuckerspeienden Glaszylinder und schleudert ihn gegen die Wand, an der die Spezialgetränke aufgereiht stehen, und bellt noch immer. Alfie fährt herum und kippt mit der Hüfte die Kaffeemaschine vom Regal. Sie knallt auf den Fußboden und verspritzt überall heißen Kaffee, der ihm die Knöchel verbrüht. Er schreit vor Schmerzen und Angst. Ja, jetzt hat er Angst. Die 220 Pfund brauchbarer Muskeln aus der Marinezeit sind vergessen. Vergessen ist jetzt der Neffe Ray, vergessen auch die Liebesnacht mit Arlene McCune auf dem Rücksitz seines Wagens. Da ist nur noch die Bestie, dieses Horrormonster aus einem Film im Autokino. Ein Horrormonster, das direkt aus der Leinwand gesprungen ist. Mit entsetzlicher Leichtigkeit springt es auf die Theke, die Hose zerrissen, das Hemd zerfetzt und Alfie hört Schlüssel und Kleingeld in den Taschen klimpern. Es springt Alfie an, der auszuweichen versucht, aber über die Kaffeemaschine stolpert und lang ausgestreckt auf dem roten Linoleum landet. Wieder ein röhrendes Gebrüll, ein warmer gelber Atemhauch und dann ein gewaltiger roter Schmerz, als die Zähne der Kreatur sich in Alfies Rücken graben und das Fleisch mit fürchterlicher Gewalt nach oben reißen. Blut spritzt auf den Fußboden, an die Theke und über den Grill. Mit einem riesigen, gezackten Loch im Rücken, aus dem das Blut quillt, kommt Alfie taumelnd wieder auf die Beine. Er versucht zu schreien und das weiße Licht des Mondes,
des Sommermondes flutet herein und blendet ihn. Wieder springt die Bestie ihn an. Mondlicht ist das Letzte, was Alfie sieht. Juli. Die Feiern zum Unabhängigkeitstag wurden abgesagt. Marty Koslow erntet bemerkenswert wenig Mitgefühl bei den Leuten, die ihm am nächsten stehen, als er es ihnen erzählt. Vielleicht, weil sie die Intensität seiner Enttäuschung darüber ganz einfach nicht begreifen. »Sei nicht albern«, antwortet seine Mutter ihm schroff. Sie behandelt ihn oft recht schroff, und wenn sie diese Schroffheit sich selbst gegenüber rechtfertigen muss, sagt sie sich, dass sie den Jungen nicht verwöhnen darf, nur weil er behindert ist und sein ganzes Leben im Rollstuhl wird zubringen müssen. »Warte bis nächstes Jahr«, sagt sein Dad und schlägt ihm auf die Schulter. »Dann wird es doppelt so gut, doppelt so dudeldammig gut. Du wirst schon sehen, alter Junge. Wart's ab. Ho, ho!« Hermann Koslow ist Sportlehrer an der High School von Tucker Mills und er redet mit seinem Sohn fast immer in einem Ton, den Marty im Stillen als den »Ich bin doch ein guter Kumpel«-Ton bezeichnet. Auch »Ho, ho«, sagt er sehr oft. Die Wahrheit ist, dass Marty seinen Vater Hermann Koslow ein wenig nervös macht. Hermann lebt in einer Welt äußerst aktiver Kinder. Kinder, die rennen und toben und Baseball wegschmettern und Staffelwettschwimmen veranstalten. Und während er diese sportlichen Aktivitäten überwacht, schaut er gelegentlich auf und sieht Marty irgendwo in der Nähe im Rollstuhl sitzen und den anderen Kindern zuschauen. Das hat Hermann schon immer nervös gemacht. Und wenn er nervös ist, redet er in diesem Kumpelton und sagt »Ho, ho« oder »Dudeldammig« und nennt Marty einen alten Jungen. »Haha, endlich hast du einmal nicht bekommen, was du wolltest«, sagt seine große Schwester, als sie erzählen will, wie sehr er sich auf den Abend gefreut hatte, wie sehr er sich jedes Jahr darauf freut. Auf die Lichterblumen am Himmel über dem Stadtpark, auf die Helligkeit von Blitzen, die dem donnernden Wumm folgt, und auf das Echo, das zwischen den niedrigen Hügeln rings um die Stadt hin und her rollt. Kate ist 13 und Marty 11, und sie ist davon überzeugt, dass alle ihren Bruder nur deshalb lieben, weil er nicht gehen kann. Sie freut sich sehr, dass das Feuerwerk abgesagt wurde. Selbst Großvater Koslow, auf dessen Mitgefühl man gewöhnlich zählen konnte, war nicht beeindruckt gewesen. »Niemand sagt den 4. Juli ab«, sagte er mit einem schweren slawischen Akzent. Er saß auf der Veranda und Marty fuhr mit seinem batteriebetriebenen Rollstuhl durch die Tür nach draußen, um mit ihm zu reden. Großvater Koslow schaute über den leicht abfallenden Rasen zum Wald hinüber und hielt dabei ein Glas Schnaps in der Hand. Das war vor 2 Tagen, am 2. Juli. »Sie haben nur das Feuerwerk abgesagt, und du weißt auch warum.« Marty wusste es. Der Mörder. Darum. In den Zeitungen nannten sie ihn jetzt den Vollmondmörder. Aber Marty hatte vor den Sommerferien in der Schule das eine oder andere Gerücht gehört. Einige Kinder sagten, der Vollmondmörder sei gar kein Mensch, sondern eine Art Gespenst, ein Monster. Vielleicht ein Werwolf. Marty glaubt das nicht. Werwölfe gehören ausschließlich in Horrorfilme. Aber er kann sich denken, dass es einen Verrückten gibt, der nur bei Vollmond die Lust zum Morden verspürt. Das Feuerwerk war abgesagt worden, weil es bei Vollmond jetzt immer diese verdammte Ausgangssperre gibt. Wenn er im Januar in seinem Rollstuhl hinter den Glastüren saß und auf die Veranda hinausschaute und beobachtete, wie der Wind kalte Schneeschleier über den gefrorenen Boden fegte, oder wenn er steif wie eine Statue in seinem Stützkorsett an der Vordertür stand und die anderen Kinder ihre Schlitten den Hügel hinaufziehen sah, dann half allein der Gedanke an das Feuerwerk ihm schon sehr. Der Gedanke an einen warmen Sommerabend, an eine kalte Cola, an Feuerrosen, die am dunklen Himmel erblühen und an die amerikanische Flagge aus Leuchtkugeln. Aber jetzt haben sie das Feuerwerk abgesagt. Und ganz gleich, was die anderen sagen, Marty hat das Gefühl, dass sie in Wirklichkeit den Nationalfeiertag, seinen Nationalfeiertag, abgeschafft haben. Nur Onkel Al, der am späten Vormittag hereingeschneit kam, um zusammen mit der Familie den traditionellen Lachs mit frischen Erbsen zu essen, hatte ihn verstanden. Er hatte nach dem Lunch in seiner triefenden Badehose auf der Veranda gestanden. Die anderen badeten und lachten im neuen, auf der anderen Seite gelegenen Pool der Koslows und aufmerksam zugehört. Marty hatte seine Klage vorgebracht und sah Onkel Al bekümmert an. »Verstehst du, was ich meine? Begreifst du es?«
Es hat nichts damit zu tun, dass ich ein Krüppel bin, wie Katie meint. Und ich bringe auch nicht das Feuerwerk und Amerika durcheinander, wie Großvater glaubt. Es ist einfach nicht richtig, wenn jemand sich so lange auf etwas freut. Es ist nicht richtig, dass dann Victor Bohl kommt und irgendein dämlicher Stadtrat und einem das wegnimmt. Nicht, wenn es etwas ist, was man wirklich braucht. Verstehst du das nicht? Es entstand eine lange, quälende Pause, während Onkel Al über Martys Frage nachdachte. Sie dauerte so lange, dass Marty die Tritte und das Knarren vom Sprungbrett am anderen Ende des Pools hören konnte, anschließend die laute Stimme seines Vaters: »Gut gemacht, Kate! Hoho, wirklich gut!« Dann sagte Onkel Al ruhig: »Natürlich verstehe ich dich. Und ich glaube, ich habe etwas für dich. Vielleicht kannst du dir deinen eigenen Nationalfeiertag gestalten.« »Meinen eigenen? Wie meinst du das?« »Komm mit zu meinem Wagen, Marty. Ich habe etwas. Nun, ich werde es dir zeigen.« Und er war schon über dem Betonpfad verschwunden, der um das Haus herumführte, bevor Marty ihn noch einmal fragen konnte. Sein Rollstuhl summte über den Pfad zur Einfahrt hinüber und entfernte sich von dem Lärm am Swimmingpool, dem Spritzen, dem übermütigen Jauchzen und dem Knarren des Sprungbretts. Er entfernte sich auch von der dröhnenden Kumpelstimme seines Vaters. Der Rollstuhl verursachte nur ein schwaches Geräusch, ein leises Summen, das Marty kaum noch wahrnahm. Sein ganzes Leben lang war dieses Geräusch, zusammen mit dem metallischen Knacken seines Stützkorsetts, die Begleitmusik zu allen seinen Bewegungen gewesen. Onkel Erls Wagen war ein flaches Mercedes-Cabriolet. Marty wusste, dass seine Eltern vieles dagegen einzuwenden hatten. Seine Mutter hatte es einmal böse eine 28.000 Dollar Todesfalle genannt. Aber Marty liebte das Auto. Onkel Al hatte ihn schon gelegentlich auf weniger befahrenen Straßen in Tucker Mills mitgenommen. Und er war sehr schnell gefahren. 70, vielleicht auch 80 Meilen. Er wollte Marty nicht sagen, wie schnell sie fuhren. »Wenn du es nicht weißt, hast du auch keine Angst«, hatte er gesagt. Aber Marty hatte keine Angst gehabt. Nur der Bauch hatte ihm am nächsten Tag vom vielen Lachen wehgetan. Onkel Al nahm etwas aus dem Handschuhfach und als Marty heranrollte, legte er ein großes, in Zellophan eingewickeltes Paket auf die dünnen Schenkel seines Neffen. »Für dich, mein Junge«, sagte er. »Und ich wünsche dir einen schönen 4. Juli.« Zuerst sah Marty die exotischen chinesischen Schriftzeichen auf den Etiketten. Dann sah er den Inhalt. Das Zellophan-Paket enthielt lauter Feuerwerkskörper. »Die Dinger, die wie Pyramiden aussehen, sind besonders schön«, erklärte Onkel Al. Marty war wie betäubt vor Freude. Er bewegte die Lippen, aber er brachte kein Wort heraus. »Du musst nur die Zündschnur anstecken, sie auf den Boden setzen, und sie sprühen so viele Farben, wie ein Glücksdrache in seinem Atem hat. Die Röhren, aus denen die dünnen Stöcke herausragen, sind Flaschenraketen. Du stellst sie in eine leere Colaflasche, zündest sie an, und schon gehen sie hoch. Die kleinen sind Fontänen. Da sind auch zwei Leuchtkugeln. Und natürlich ein Paket mit Krachern. Aber die feuerst du besser erst morgen ab.« Onkel Al warf einen Blick zum Pool hinüber, von wo immer noch Lärm zu hören war. »Danke«, rief Marty, »danke, Onkel Al.« »Sag nur nicht, von wem du sie hast«, mahnte Onkel Al. »Für ein blindes Pferd ist Nicken so gut wie Blinzeln, stimmt's?« »Ja, das stimmt«, plapperte Marty, obwohl er keine Ahnung hatte, was Nicken und Blinzeln und ein blindes Pferd mit Feuerwerkskörpern zu tun hatten. »Aber bist du sicher, dass du sie nicht selbst brauchst, Onkel Al?« »Ich kann mir neue besorgen«, sagte Onkel Al. »Ich kenne einen Mann drüben in Brighton. Sein Laden hat immer auf, bis es dunkel wird.« Er legte Marty eine Hand auf den Kopf. »Du feierst dann am 4., wenn alle anderen ins Bett gegangen sind. Zünde keine Kracher, sonst werden sie wach. Und um Himmels Willen pass auf, dass die Dinger dir nicht die Hand abreißen, sonst spricht meine große Schwester kein Wort mehr mit mir.« Onkel Al lachte, stieg in seinen Wagen und ließ den Motor an. Er hob grüßend die Hand, während Marty versuchte, noch ein Wort des Dankes zu stottern. Er schaute seinem Onkel noch eine Weile nach und musste schlucken, um nicht zu weinen. Dann steckte er sich das Paket mit Feuerwerkskörpern unter das Hemd und fuhr zum Haus zurück und in sein Zimmer. Er wartete darauf, dass es Nacht wird und die anderen schlafen gehen. Er liegt an diesem Abend als Erster im Bett. Seine Mutter kommt herein und gibt ihm einen Gute-Nacht-Kuss.
nur ganz flüchtig. Und sie schaut auch nicht auf seine dünnen Beine, die sich unter der Decke abzeichnen. Alles in Ordnung, Marty? Ja, Mom. Sie bleibt stehen, als wollte sie noch etwas sagen. Dann schüttelt sie fast unmerklich den Kopf und verlässt sein Zimmer. Seine Schwester Kate kommt herein. Sie gibt ihm keinen Kuss. Sie beugt sich nur vor und er merkt, dass ihr Haar nach Chlor riecht. Sie flüstert, siehst du, du kriegst nicht immer alles, bloß weil du ein Krüppel bist. Du wirst dich wundern, was ich alles kriege, sagt er leise. Und sie schaut ihn eine Weile ein wenig misstrauisch an, bevor auch sie hinausgeht. Als letzter kommt sein Vater zu ihm und setzt sich auf die Bettkante. Wieder spricht er in diesem dröhnenden Kumpelton. Alles okay, alter Junge? Du bist heute aber früh ins Bett gegangen. Wirklich früh. Ich habe mich ein wenig müde gefühlt, Daddy. Okay. Er gibt Marty mit seinen großen Händen einen Klaps auf eines der dünnen Beine und zuckt unbewusst zusammen. Dann steht er rasch auf. Das mit dem Feuerwerk tut mir sehr leid, aber warte nur bis zum nächsten Jahr. Ho, ho. Marty lächelt ein verstohlenes Lächeln. Er wartet nur darauf, dass die anderen ins Bett gehen. Es dauert sehr lange. Im Wohnzimmer läuft das Fernsehen endlos weiter und die eingespielten Lachkonserven werden gelegentlich von Kates schrillem Kichern übertönt. Die Tür zur Toilette in Großvaters Schlafzimmer wird zugeknallt und Marty hört es rauschen. Seine Mutter plaudert am Telefon, wünscht jemandem einen schönen Vierten. Ja, es sei schade, dass das Feuerwerk abgesagt worden sei, aber unter den Umständen müsse man Verständnis dafür haben. Ja, Marty sei sehr enttäuscht gewesen. Einmal gegen Ende der Unterhaltung lacht sie und ihr Lachen hört sich ein bisschen schroff an. In Martys Nähe lacht sie kaum jemals. Es wird 7:30 Uhr, dann 8 und dann 9 Uhr. Und immer wieder fährt er mit der Hand unter das Kopfkissen, um sich zu vergewissern, dass das Paket mit den Feuerwerkskörpern noch da ist. Gegen 9:30 Uhr, als der Mond schon hoch steht, sodass er Martys Zimmer mit seinem silbernen Glanz erhellt, wird es im Haus allmählich ruhig. Das Fernsehen wird abgeschaltet. Kate muss ins Bett. Sie protestiert lauthals. Alle ihre Freundinnen dürfen im Sommer länger aufbleiben. Als sie dann verschwunden ist, bleiben die Eltern noch ein wenig im Wohnzimmer sitzen. Ihre Unterhaltung ist nur ein Murmeln und vielleicht hat er geschlafen. Denn als er das nächste Mal nach seinem wunderbaren Feuerwerk greift, merkt er, dass es im Haus jetzt völlig ruhig ist und der Mond noch heller geworden ist. So hell, dass die Gegenstände Schatten werfen. Er nimmt das Paket und eine Schachtel Streichhölzer und steckt sich beides unter das Hemd. Er stopft sich die Pyjamajacke in die Pyjamahose und trifft Anstalten, aus dem Bett zu steigen. Das ist für Marty keine ganz leichte Übung, aber es ist auch nicht schmerzhaft, wie die anderen zu glauben scheinen. Er hat nicht das geringste Gefühl in den Beinen, deshalb kann er ja auch keinen Schmerz empfinden. Er hält sich am Kopfende des Bettes fest und zieht sich in eine sitzende Position. Dann schiebt er ein Bein nach dem anderen über die Bettkante. Er tut das mit einer Hand und benutzt die andere, um sich am Geländer festzuhalten, das ganz um das Zimmer läuft. Einmal hatte er versucht, seine Beine mit beiden Händen zu bewegen und er war hilflos kopfüber auf den Boden geprusselt. Der Krach alarmierte das ganze Haus. »Du dusseliger Angeber«, hatte Kate ihm wütend ins Ohr gezischt, nachdem man ihm in seinen Stuhl geholfen hatte. Er hatte sich ein wenig wackelig gefühlt, aber trotz einer Schwellung an der Schläfe und einer aufgeschlagenen Lippe hatte er wie verrückt gelacht. »Du willst dich wohl umbringen, was?« Und dann war sie weinend aus dem Zimmer gerannt. Als er auf der Bettkante sitzt, wischt er sich die Hände an der Pyjamajacke ab, damit sie trocken sind und nicht abgleiten. Dann benutzt er das Geländer, um sich mit den Händen zu seinem Rollstuhl zu hangeln. Seine nutzlosen Vogelscheuchenbeine, die nur totes Gewicht sind, zieht er hinter sich her. Der Mond ist so hell, dass er Martys Schatten in scharfen Umrissen auf den Fußboden zeichnet. Am Rollstuhl ist die Bremse festgestellt und Marty schwingt sich sorglos hinein. Er wartet einen Augenblick, hält den Atem an und lauscht der Stille im Haus. »Zünde keine Kracher«, hat Onkel Al gesagt. Und als Marty nun in die Stille hineinlauscht, weiß er, dass sein Onkel recht hat. Er will seinen Feiertag für sich allein haben und niemand soll davon erfahren. Jedenfalls nicht vor morgen, wenn sie die geschwärzten Hülsen der Feuerwerkskörper auf der Veranda liegen sehen, aber dann wird es keine Rolle mehr spielen. »So viele Farben, wie ein Glücksdrache in seinem Atem hat«, hat Onkel Al gesagt.
Aber Marty nimmt an, dass es kein Gesetz gibt, das einem Drachen verbietet, leise zu atmen. Er löst die Bremse und dreht den Stromschalter. Das kleine Bernsteinauge leuchtet auf, das ihm in der Dunkelheit anzeigt, dass die Batterie aufgeladen ist. Marty drückt den Knopf für rechts. Der Stuhl rotiert nach rechts. Ho, ho. Als er der Verandatür zugewandt ist, drückt Marty vorwärts. Leise summend rollt der Stuhl vorwärts. Marty lässt den Riegel der Doppeltüren zurückgleiten, drückt wieder vorwärts und rollt nach draußen. Er reißt das wunderbare Paket mit den Feuerwerkskörpern auf und wartet noch ein wenig. Die Sommernacht nimmt ihn gefangen. Das schläfrige Zirpen der Grillen, die Düfte, die der leise Wind heranträgt, der kaum die Blätter der Bäume bewegt, der fast unirdische Glanz des Mondes. Er hält das Warten nicht länger aus. Er holt eine Schlange heraus, reißt ein Streichholz an und hält es an die Zündschnur. Andächtig schweigend schaut er zu, wie grünblaue Funken aufsprühen, wie die Schlange auf magische Weise immer größer wird, sich windet und wie ihr Schwanz schließlich Feuer spuckt. Der vierte, denkt er, und seine Augen leuchten. Der vierte, einen glücklichen 4. Juli für mich. Die Flamme der Schlange brennt niedriger, flackert und verlöscht. Marty zündet eine der Pyramiden an und schaut zu, wie sie ein Feuer versprüht, das so gelb ist wie Dads neues Golfhemd. Als sie ausgeht, brennt eine zweite ab, die ein Licht ausstößt, das so dunkelrot ist wie die Rosen, die an dem Lattenzaun um das neue Schwimmbecken wachsen. Die Nacht ist erfüllt von einem wunderbaren Pulvergeruch, den der Wind verteilt und langsam davonträgt. Als nächstes fummelt Marty die flache Packung Knallfrösche hervor, und er hat sie schon geöffnet, als ihm einfällt, dass es eine Katastrophe wäre, sie zu zünden. Ihr Springen und Krachen und Knallen würde die ganze Nachbarschaft wecken. Feuer, Überschwemmung, Alarm! Grund genug, einen 11-jährigen Jungen namens Marty Koslow wahrscheinlich bis Weihnachten in die Hundehütte zu sperren. Der Junge schiebt die Frösche auf seinem Schoß nach oben und wühlt weiter fröhlich in seinem Paket herum. Er holt die größte Pyramide von allen heraus, eine Weltklasse-Pyramide, wenn es je eine gab. Sie ist fast so groß wie seine geschlossene Faust. In einer Mischung aus Angst und Vergnügen zündet er sie an und schleudert sie fort. Rotes Licht, hell wie Höllenfeuer, erleuchtet die Nacht. Und in diesem unruhig flackernden Licht sieht Marty, wie sich unterhalb der Veranda am Ende des Rasens die Büsche bewegen und teilen. Er hört ein Geräusch, das halb wie Husten und halb wie Knurren klingt. Die Bestie erscheint. Sie verharrt eine Weile unten am Rasen und scheint Witterung aufzunehmen. Und dann trottet sie hinauf zu der Stelle, wo Marty auf den Schieferfliesen in seinem Rollstuhl sitzt, die Augen schreckgeweitet, den Oberkörper ängstlich gegen die Lehne des Stuhls gedrückt. Die Bestie bewegt sich geduckt, aber offenbar auf den Hinterbeinen. Sie geht, wie auch ein Mensch gehen würde. Das rote Licht des Feuerwerkskörpers lässt ihre grünen Augen tückisch aufblitzen. Sie bewegt sich langsam und ihre Nüstern bewegen sich rhythmisch. Sie wittert ihre Beute. Und gewiss wittert sie auch, dass die Beute schwach und leicht zu erlangen ist. Marty kann das Untier riechen. Sein Fell, sein Schweiß, seine Bösartigkeit. Wieder knurrt die Bestie. Ihre dicken, lederfarbenen Lefzen schieben sich zurück und geben die gewaltigen Zähne frei. Ihr Fell schimmert silbrig-rot. Sie hat ihn fast erreicht. Ihre Klauenhände, die auf so seltsame Weise menschlichen Händen ähneln, greifen nach seiner Kehle. Da denkt der Junge an das Paket mit den Knallfröschen. Ohne recht zu wissen, was er tut, reißt er ein Streichholz an und hält es an die Zündschnur. Heiße, rote Funken sprühen und versengen die feinen Härchen an seinem Handrücken. Der Werwolf zieht sich verstört ein Stück zurück und stößt ein fragendes Knurren aus, das wie seine Hände fast menschlich wirkt. Marty wirft ihm das Paket mit den Knallfröschen ins Gesicht. Sie explodieren mit grellen Blitzen und lautem Krachen. Die Bestie heult laut auf vor Schmerz und Wut. Sie taumelt zurück und versucht, sich vor den Explosionen zu schützen, die mit ihrem Funkenregen und dem brennenden Pulver das Gesicht tätowieren. Als 4 Frösche gleichzeitig mit einem donnernden Knall vor der Schnauze der Bestie zerplatzen, sieht Marty, dass eins ihrer funkelnden grünen Augen erlischt.
Jetzt kreischt der Werwolf in wilder Qual. Brüllend greift er sich ins Gesicht. Und als im Haus der Koslos die ersten Lichter angehen, springt er über den Rasen und verschwindet im Gebüsch. Zurück bleibt nur der Geruch von verbranntem Fell und vom Haus klingen ängstliche Schreie herüber. »Was war das?« ruft seine Mutter und ihre Stimme klingt ein bisschen schroff. »Wer ist da, verdammt nochmal?« Der Tonfall seines Vaters ist durchaus nicht der eines guten Kumpels. »Marty?« Kates Stimme zittert und in ihr liegt nicht die geringste Bosheit. »Marty, ist dir auch nichts passiert?« Großvater Koslow verschläft den ganzen Vorfall. Marty lehnt sich in seinem Rollstuhl zurück, während die große rote Pyramide langsam abbrennt. Ihr Licht hat die weiche und rosige Färbung eines Sonnenaufgangs. Er ist zu sehr mitgenommen, als dass er weinen könnte. Aber sein Schock ist nicht nur dunkle Angst. Zwar werden seine Eltern ihn am nächsten Tag zu Onkel Jim und Tante Ida nach Stowe in Vermont verfrachten, wo er bleiben wird, bis die Sommerferien zu Ende sind. Die Polizei rät dazu, denn sie fürchtet, dass der Vollmondmörder noch einmal versuchen könnte, Marty anzugreifen und zum Schweigen zu bringen. Aber die tiefe Freude, die der Junge empfindet, ist stärker als der Schock. Er hat in das grauenhafte Gesicht der Bestie geschaut und überlebt. Es ist eine kindliche Freude, eine Freude, die er niemandem wird mitteilen können, nicht einmal Onkel L., der ihn vielleicht verstanden hätte. Er empfindet diese Freude ganz einfach deshalb, weil das Feuerwerk stattgefunden hat, trotz allem, trotz der Bestie. Und während seine Eltern sich um seine Psyche sorgen und sich fragen, ob von diesem Erlebnis wohl ein Trauma zurückbleiben wird, ist Marty Koslow im tiefsten Innern davon überzeugt, dass es der schönste Nationalfeiertag von allen gewesen ist.